Hi und herzlich willkommen dann hier zum sechsten Raid Talk innerhalb von Legion Progress. Irgendwie ist ja dieses Mal so, da kommt Raid Talk nach Raid Talk, weil es kommt ja auch Instanz nach Instanz, Patch nach Patch. Blizzard versorgt uns dieses Mal mit Content über Content, wie Watcher ja gesagt hat. Das Ganze geht zwar nicht ganz so schnell wie zunächst befürchtet, denn der Patch 7.1.5 kommt ja erst Anfang nächsten Jahres, genauso wie aber auch schon Nighthold. Ja? Kaum haben erstmal, ich glaube, wie viele Gilden waren es? 50 Gilden oder sowas? Gucken wir mal eben nach. Sind ja noch immer vor Nerf, glaube ich, wobei die Amerikaner haben, glaube ich, schon einen Server-Restart gehabt, aber so knapp 50 Gilden hatten Hell ja tot. Und deswegen muss natürlich der Content jetzt erstmal genervt werden, damit überhaupt mehr wie 100 Gilden Hell ja zu Nighthold down haben. Viele Gilden versuchen es auch gar nicht mehr und so weiter und so fort. Deswegen Grund genug heute für den Raid Talk, bei dem wir uns mit dem vergangenen und dem zukünftigen Progress beschäftigen, weil jetzt gerade gibt es ja keinen mehr. Es gibt ja unheimlich viel zu besprechen und deswegen habe ich auch wieder unheimlich tolle Gäste dabei. Zum einen ist Deep Shades von Serenity, deren Gildennamen ich wieder einmal falsch geschrieben habe, dabei. Netterweise, weil Konrad, also der Gildenleiter, einer der Gildenleiter, antwortet mir nämlich immer noch nicht, Deep Shades. Ich finde es sehr schade. Wo ja. Er mein Interview gecancelt hat auf der Gamescom in Köln, ja, wo er da verschlafen hat im Suff bei, ja, ist so gewesen, hat er auch offiziell zugegeben. Also ich glaube, wenn du das jetzt noch was ausführlicher formulierst, dann wird er bestimmt beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ja, ich denke. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Ich kenne da nix, ja, im Suff ist das ja das Beste. Nein, das ist so nett zumindest, dass der liebe Deep Shades dann jetzt dabei ist. Obwohl er wahrscheinlich auch Potem ist schlimmer als Chemo, ja. Ja, die Gamescom dieses Jahr war cool. Ich habe Blizzard übrigens schon gesagt, dass ich gerne im nächsten Jahr wieder so ein tolles Event da hätte. Das war ziemlich cool, oder? TKN und auch Deep Shades? Das Legion Café war ziemlich cool, ja. Finde ich auch. Ja, war nett. Das wäre toll, wenn sie das nochmal machen. Aber naja, egal. Ich war gerade dabei, meine Gäste vorzustellen, bevor mich das Legion Café abgelenkt hat. Also, Deep Shades ist da, sehr nett. Und dann sind ja auch noch Kimo und TKN von Impact da, wie wir so schön formuliert haben. Nein, natürlich nicht. Also für alle Leute, die mein kleiner Satzbaufehler dort irritiert hat. Kimo ist noch immer von der Gilde Inside Name hier, Kimo. Inside Name hier? Nein, wie heißt die Gilde nochmal? Hat sich Gambit umbenannt? Nein, immer noch Gambit Patias. Ach, Gambit, genau. Ja, Entschuldigung. Bin ich jetzt gerade vorgestellt worden? Ja. Möchtest du noch was sagen? Hallo, meine Bootser, moin, moin, was geht? Ja. Also, das war Kimu, ja. Und außerdem ist, wie gesagt, noch TKN, der Gildenleiter von Impact da. Leider Gottes konnte der gute Dono heute nicht. Den hätte ich natürlich auch noch als momentane German First Gilde dazu interviewt. Das wäre auch noch witzig, aber naja. Richtig brutal investigativer Journalismus, da wird kein Blatt von dem Mund genommen, nur die Wahrheit. Richtig Lone Kuh. Das ist es halt mal, ne? Das ist nicht so wie bei Kimo, wo immer nur um den heißen Brei herumgeredet wird, ne? Eben. Wenn ihr in EU, bild dir deine Meinung. Hey, das ist jetzt aber gemein. Ja, lieber Tauli, so wie Leute sagen, Kimo ist ein unerträglicher Typ, gibt es genauso viele Leute, die sagen, Venom ist ein unerträglicher Typ und keine Ahnung, TKN ist langweilig, gibt halt nur mal, also wenn wir alle hier jemand wären, der jedem gefallen würde, dann, ja, weiß ich nicht, ne, das wäre geil, aber ich glaube, solche Personen gibt es halt einfach nicht, ne. Von daher, bitte deal with it oder schalt einfach nicht ein. Schalt den nächsten Raid Talk ein. Das war jetzt nochmal eine kleine Live-Reaktion. Aber kommen wir zurück zur Trial of Valor. Ja, ich würde einfach gerne nochmal wissen, wie ist so euer Fazit nach dem Progress, beziehungsweise nach den drei Bossen. Man hat das Ganze ja vielleicht im Vorfeld nicht so ernst genommen. Vielleicht könnt ihr dazu einfach mal erzählen, wie das aus eurer Sicht war. Deep Shades, falls du magst. Ja, wie im letzten Raid Talk schon gesagt, im Vornherein hat man sich halt Gedanken gemacht, wie lange der Progress überhaupt gehen kann oder gehen wird. Drei Bosse sah ja erstmal relativ schnell aus. Und dann hat der Progress doch positiv überrascht. Mit Helia ein etwas schwieriger Boss.
Ich meine, hat jetzt im Endeffekt 2,5 Tage gedauert. War jetzt nicht zu schwer, aber besseres als was man sonst von Legion gewohnt war. Und ja, Helia war schon gelungen, finde ich. Der Rest war ja einfach nur 1-2 Stunden Bosse. Mhm. Du würdest sagen, Helia war auch komplett richtig getuned? Ja. Für den Zeitpunkt, zu dem sie released ist? Ja. Das sehe ich auch so. Warum lachst du jetzt? Warum ich jetzt lache? Ja. Ja, weil du das auch so ein bisschen mit einem grinsenden Unterton, finde ich, hinzugefügt hast. Ja, so. Habe ich so rausgehört. Keine Ahnung. Nein, also TK möchte da gleich einsteigen und diskutieren, glaube ich, ne? Du fandest Helia einfach overtuned. Was heißt overtuned? Also sie haben den Raid gebracht, der auf jeden Fall gut getuned war, an dem man was zu tun hatte. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem er kam, darauf gebalanced zu sein, dass du den 35. Trade hast, heißt halt, du hast die Wochen vorher kein Leben gehabt und 24-7 Mystic Plus Dungeon gemacht. Und das ist meiner Meinung nach was, ja, was nicht unbedingt sein muss. Also es ist okay, dass man da reingezwungen wird und das außerhalb des Raids noch irgendwie machen muss, aber dass man vor dem Progress noch 2-3 Wochen 7 Tage die Woche raiden muss, mit noch mehr Raid-Zeit, als man normalerweise reinsteckt, um diesen 35. Trade zu bekommen und ansonsten schon gegen eine Wand läuft bei dem Boss und das ziemlich heftig, wie wir gemerkt haben, tatsächlich, wenn man nicht das optimale Setup stellen kann, dann ja, finde ich, der war schon overtuned für den Zeitpunkt, wo er released ist. Wäre der eine vielleicht auch 2 Wochen später gekommen, wäre das Problem gar nicht da gewesen. Mhm. Oh, glaube ich nicht. Was, Gegner? Okay, Deep Shades, wie viel Zeit habt ihr in Mystic Plus verbracht? Ich meine aber einfach nur, zu dem Zeitpunkt war die AK jetzt auch, also die Artifact Knowledge auch noch nicht so hoch, ja, dass du 2 Wochen später relativ easy gehabt hättest. Man hätte, sobald man das Datum gewusst hat, hätte man so oder so farmen müssen. Das Einzige wäre dann halt gewesen, dass du noch 2 Wochen mehr Puffer hast. Aber im Endeffekt musstest du so oder so M plus No Life, damit du überhaupt an die Punkte rankommst. Und ich meine, ist ja nichts Schlimmes daran, wenn Boss overtuned ist. Die Top-Gilden haben ihren Spaß dran, killen den Boss dann und dann die restlichen Gilden followen dann über die folgenden Wochen, wie es jetzt auch so passiert ist. Ja, gebe ich dir durchaus recht. Ich finde es auch besser, wenn die Bosse schwerer sind. Aber wenn das heißt, dass ich vorher so einen unnützen Farmaufwand, der vermutlich den wenigsten Leuten Spaß macht, davor habe, um überhaupt mich irgendwie mit anderen Leuten messen zu können, finde ich schon wieder nicht so geil. Aber ich sehe das mehr als generelles Problem in Legion mit Artefaktwaffe und den Artefaktpunkten, als wie mit dem Raid im Endeffekt. Ich meine, okay, zu Nighthold wird es das gleiche sein. Du wirst 54 Trades haben wollen. Du musst halt dafür was tun. Durchaus richtig, aber Nighthold kommt halt, nachdem du Cap hast von dem Knowledge und Zeit hattest, das voll zu farmen. Ja, wenn jetzt Nighthold rauskommen würde, mal abgesehen davon, dass jetzt Weihnachten und dann Neujahr ist, aber wenn das jetzt rauskommen würde, könntest du das Ding dann auch voll haben, wenn du 24-7 durchgesuchtet hättest. Haben ja einige Leute schon voll. Ja, ich bin auch fast fertig. Siehst du? Und trotzdem wäre es unrealistisch anzunehmen. Das vielleicht zu kriegen ist Nighthold, oder? Wenn du ein bisschen mehr also man mit braucht, glaube ich, Stufe. Wenn du 35 Trades hast, brauchst du mit voller Artifact-Knowledge 200 Dungeon bis 54. 246 Dungeons, ja. Aber ja, also, ein paar Raids und, ne? Ja, genau, deswegen, man macht ja nebenbei immer was. Ich meine, die meisten sind ja mittlerweile auch bei 38 oder sowas. Ja, aber nicht jede Gruppe läuft innerhalb von 10 Minuten durch Maw of Souls und hat endlose Maw of Souls Keys. Von da aus, wenn du mit so 3-4 Dungeons pro Stunde rechnest, ja, dann sind das ziemlich viele Stunden Mystic Plus Grinden. Ich meine, ich gebe dir auf jeden Fall recht, wie gesagt, dass Helia relativ, also im Endeffekt overtuned war für die meisten Leute in diesem Spiel, aber im Endeffekt ist ja das Spiel darauf ausgelegt, dass man dann über die Zeit immer besser wird, dann halt nebenbei seine Punkte bekommt. Ich finde, dass die einzigen, die wirklich Probleme damit hatten, waren Gilden, die jetzt vielleicht 5-7 Tage raiden, aber keine Hardcore-Gilden sind. Weil ich meine, Casual-Gilden, die 3 Tage raiden, haben sich wahrscheinlich eh nicht wirklich rangetraut und Hardcore-Gilden hatten eh ihre Trades. Also waren halt so
gelten wie ihr, ohne euch da jetzt irgendwie in eine Schublade zu stecken, aber ihr wart wahrscheinlich am meisten gearscht, weil ihr halt keine Hardcore-Gilde seid, aber halt trotzdem die Punkte brauchtet für einen ordentlichen World Rank. Deswegen glaube ich, wird dich das auch am meisten gestört haben. Das ist sicher richtig, ja. Aber nicht, also nichtsdestotrotz, ich denke, der Boss an sich ist gut gelungen gewesen, auch wenn ich mir einen anderen Zeitpunkt für den Release gewünscht hätte, mal abgesehen davon, dass quasi keine Pause wieder war, aber ja, also ich fand den Boss schon ziemlich gut gelungen und gut gemacht, muss ich sagen. Dafür, dass es im Endeffekt eine 3-Boss-Instanz war die 10-mal so gut wie Emerald Nightmare. Ja, Helia war auf jeden Fall ordentlich, kann so weitergehen in Nighthold. Ja, und glaubt ihr denn, dass es für den Anfang von Legion besser gewesen wäre, das Ding wäre einfach gleichzeitig mit Emerald Nightmare veröffentlicht worden, quasi so als Bosse 8, nee, doch 8, 9 und 10? Nee, dann wären die Bosse ja auch anders getuned gewesen, oder? Schätze ich mal. Das würde ja darauf resultieren, ja, dass sie wahrscheinlich... Ja, wenn sie natürlich auch genauso schwer gewesen wären dann, in Relation zu Artefakt-Power und so weiter und so fort. Also... Ja, du. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es besser gefunden, weil ich lieber 10 Bosse, 13 Bosse am Stück habe und habe dann den Progress fertig und habe dann länger Pause, als alle 2-3 Monate wieder so ein bisschen zu progressen. Mhm. Ich denke auch, also hätten sie es geschafft, dass Helia genauso schwer gewesen wäre, wie sie jetzt ist, halt mit der Relation, dass du damals vielleicht 28, 29 Punkte hattest, etc., dann hätte ich es auch für besser empfunden, einfach lieber einen längeren Raid zu haben, der dann vielleicht mehrere Tage geht, als Emerald Nightmare einen Tag und jetzt nochmal 3 Tage gepogt ist. Also das wäre mir auch auf jeden Fall lieber gewesen. Dann haben gerade Leute, die arbeiten gehen, etc., auch keine Probleme gehabt mit Mythic Plus Farben und sich auch nochmal Urlaub nehmen, jetzt für diesen Zwischenprogress. ETC, also das wäre auf jeden Fall bessere Lösung gewesen. Haben sich denn da Leute nochmal Urlaub genommen bei euch, Deep Shades? Die Leute haben sich versucht, die Zeit zu nehmen, aber wir hatten nicht ganze Zeit jeden verfügbar. Also manche konnten es halt einfach nicht. Aber der Großteil der Gilde war schon da. Ja. Waren ja dann auch nur von Mittwoch bis Freitag die Raids, deswegen ging ja doch dann relativ gut, sich einfach nur 3 Tage freizunehmen. Wie viel Tage raidet eigentlich Gambit, Kimo? Deswegen habe ich mich jetzt etwas zurückgehalten mit diesem Thema. Also. Bezüglich Helia, Progress und so weiter. Wir haben noch keinen Pull of Helia gemacht. Nee, ich meinte ja auch, wie viele Tage ihr raidet. Oder? Ja, ja, deswegen normalerweise 7, aber jetzt gerade einen. 7 und einen? Okay. Wobei ich sagen muss, als ich davon gehört habe, ich fand die Idee gar nicht so doof. Die Idee ist auch gar nicht so doof. Also um kurz zu erklären, für jetzt die Leute, die vielleicht nie wissen, was sie machen. Gambit hatte ja Germ 4 gemacht in Emerald Nightmare und wir haben daraufhin gesagt, weil... es war abzusehen. Entweder wird Helia der übelste Brecher. Ich hatte schon vorher da gedacht, so wenn sie dem irgendwie, also das konnte man ja in HC schon absehen, dass der Boss knackig wird. Wenn sie den irgendwie auf über 3 Milliarden HP tunen und so weiter, die Ads gut tunen und so, dann wird der Boss halt, so eine Gilde wie wir, die dann irgendwie 400 Tries für diesen Boss braucht, ein richtig gutes Stück Arbeit. Und wir haben dann als Gilde und zusammengesetzt und überlegt, was machen wir. Dadurch, dass halt quasi einen Monat später oder anderthalb Monate später schon vorher angekündigt wurde, dass Nighthold released wird, haben wir halt, und dann auch noch die Feiertage dazwischen sind und so weiter, haben wir halt überlegt, was machen wir und haben uns halt dazu entschieden, dass wir halt komplett auf Twinks gehen, mehrere, drei Emerald Nightmare Mystic Splitwaves machen, anstatt Helia zu progressen und uns die Zeit, die Energie, die Ressourcen in Form von Gold, Flask, Buffwood, Pots, Runen und so weiter auch zu sparen für Nighthold, weil das halt so der Content ist, der, wo das erste Tierset droppt und so weiter, der was länger bestehen wird als irgendwie einen Monat auf WoW Progress.
Und deswegen haben wir halt gesagt, wir raiden Mittwoch und Donnerstag, machen wir 3 Nightmare Mystic Split Raids und machen 2 TOV Heroic Split Raids und fangen jetzt nächste Woche auch wahrscheinlich an mit TOV Mystic Split Raids. Grum und Odin haben wir ja down. Und ja, gucken, gut, jetzt kommen halt die Nerfs, da reden wir ja nachher noch drüber bei, genau, bei TOV. Aber das war halt so unser Plan, dass wir halt Mittwoch und Donnerstag halt TOV ML Nightmare Mystic machen und also TOV HC Split Raids und am Sonntag dann halt die TOV Mystic Bosse clearen. Und daher raiden wir im Moment quasi wirklich aktiv nur sonntags in TOV Mystic und dementsprechend haben wir noch keinen einzigen Pull gemacht auf Ich lache nicht über dich. Bevor nee, alles gut, Party. Ich mache hier gerade Kirin Tor. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Twinks sind ziemlich, ziemlich sick gegeared mittlerweile und wir sind alle heiß auf Emerald, auf Nighthold und haben auch gut auf dem PTR schon die Bosse durchgetestet und ja, das zu dem Thema. Ich selber möchte ich dazu anmerken, viele werden jetzt sagen, Raid-Gilde, wieso ist man in der Raid-Gilde, wenn man nicht raidet oder Progress und so weiter? Ich muss sagen, ich war selber auch komplett dagegen. Aber wenn man mal ein bisschen das ganze Revue passieren lässt und so weiter, war die Entscheidung, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man sieht, wie jetzt unsere ersten 70, 80 Chars gegiert sind im Gegensatz zu unseren Konkurrenzgilden. Und Konkurrenzgilden sind für mich jetzt nicht set sail for fail oder Impact oder so, sondern Konkurrenzgilden sind Dying Wish, Inflagranti, sowas halt. Und ja, mal gucken, was dann bei Nighthold rumkommt für uns. Plant ihr irgendwie groß Twink-mäßig zu rerollen jeden Boss, oder? Wir haben uns auf jeden Fall viel, viel breiter aufgestellt, als irgendwie jetzt einfach, um diverse Klassen stacken zu können bei Bossen, um auf diverse Changes vorbereitet zu sein, wenn Blizzard jetzt mit irgendwas ankommt. Und ja, wir haben ziemlich weit was jetzt auf die Beine gestellt, haben uns auch noch mit ein paar Spielern gut verstärkt. Ich glaube, wir haben nur einen Spieler abgegeben. Also, wir sind frohen Mutes, was Nighthold angeht. Okay, aber was bringt dir ein Char, wenn der nicht tausende Mystic Plus Dungeons gegrindet hat, das Artefakt voll hat und dementsprechend auch ein paar Legendaries hat? Also, nur Gear macht ja mittlerweile den geringsten Teil aus. Nein. Es geht auch in erster Linie darum, dass wir halt die Nightworld-Bosse clearen wollen mit mehreren Split-Rates. So. Und da brauchst du halt einfach das Gear auf den Twinks. Wenn du da irgendwie mit 870er, 875 gegierten Twinks reinläufst, wird dann spätestens, was hatten sie gesagt beim Q&A, dass Hell ja so auf dem Niveau von Boss 6-7 ist in Nighthold. Und ja, dann rennst du da halt dagegen eine Wand und dann ist Ende. Und wir wollen natürlich so viele Set-Teile zusammen sammeln, wie es nur irgendwie geht, und dazu musst du dann halt auch bis Gul'dan die Bosse alle clearen. Und da brauchst du halt das Gear auf den Twinks. Mit den Rerolls, das war eher zweitrangig bei uns, aber Hauptsache, wir kommen halt mit den Split-Rates gut zurecht und strugglen da nicht mega rum. Das ist so der hauptsächliche Hintergrund. Das mit dem Artefakt-Power und den Legendaries ist eine Sache, wobei jeder Spieler hat, wenn er seine Twinks ein bisschen gepflegt hat, irgendwie locker schon ein oder zwei Legendaries auf seinen Twinks. Und von daher sehe ich das eher weniger problematisch. Und die Artefakt-Power, wenn du das halt von Anfang an mit deinen Twinks halt ordentlich gepflegt hast, ja, dann bist du halt bis Night halt so, dass du mindestens 35 Trades bei jedem Twink hast. Ich glaube, ich habe bis auf einem schon fast überall 35 Trades sind bei meinen Twinks. Das heißt, diese 5% Heal oder Damage hast du auf jeden Fall, die erstmal enorm wichtig sind. Und danach guckst du halt einfach, was möglich ist. Aber 5% und 54, also 54 und 35 Trades ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja, natürlich, aber wir wollten einfach nur eine gute Grundlage für die Twinks schaffen, dass die halt Gear haben, so wie es uns reicht, um HC zu clearen. Was da jetzt an Rerolls oder so nach denen zukommt, das war, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, nicht unsere Priorität von dem Twinke-Gearer. Habt ihr irgendwie, also euch gibt es ja auch schon ein bisschen länger, habt ihr irgendwie früher Probleme gehabt zu HC Split Rates zu clearen, oder? Ja, also ich sag mal so, unser größtes Problem ist immer die Bossvorbereitung gewesen bei Gambit, dass wir halt wirklich oft, da bin ich auch ganz ehrlich, auf dem PTR einfach keiner wusste, was abging. Jo, lass mal Boss pullen, Blatt das machen, ne? Wir haben einen BR, gucken wir mal, wie weit wir kommen, ohne dass irgendwie einer wirklich, bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen natürlich, Plan hatte. Und ja, wir haben halt alles ein bisschen umstrukturiert, umgestellt, um einfach besser vorbereitet zu sein. Dazu gehörte noch das intensive PTR.
Boss getestet, was wir in dieser Form auch nicht hatten. Wir haben uns vorher schon Gedanken über die Bosse gemacht und wussten so ungefähr, was wir konnten, was wir halt nicht gemacht haben. Also einfach, dass wir unsere Zeit einfach sinnvoller nutzen. Ja, so ein bisschen Set-Sale-for-Fail-Style-mäßig, dass wir halt wirklich einen Plan haben, wenn es zum Boss geht, was müssen wir machen. Cooldowns sind schon eingeteilt. Was auch immer, einfach um die Zeit sinnvoller zu nutzen. Und das gehört dann halt mit den Twinks halt dazu. Ja, wirst du uns halt später auch eine deiner berühmten PowerPoint-Präsentationen zeigen? Von denen also, du mir erzählt hast? Ja, da möchte ich gerne auch einen kurzen Satz zu sagen. Und zwar finde ich die Idee, viele belächeln und denken... Du kannst vielleicht mal erzählen, was ich damit jetzt meine. Wenn du ja, genau. Da will ich drauf hinaus, was das mit der PowerPoint-Präsentation aus sich hat. Wir hatten mit den Offi, also ich bin kein Offi, aber ich gebe halt immer gerne mein Impact dazu und hatte halt mal vorgeschlagen, weil wir viele Leute haben in der Gilde, das hat wahrscheinlich bei jeder Gilde so, die halt was ruhiger sind. Die halt nicht im Progress dann irgendwie großartig den Mund aufmachen, sondern irgendwie... sich so ihre Gedanken zum Boss machen, das aber nicht sagen. Das wird es in jeder Gilde geben. Und ich hatte halt vorgeschlagen, vielleicht machen wir irgend so ein Spreadsheet, wo dann jeder drauf zugreifen kann und jeder kann dann vor den Bossen da seinen Senf zu sagen. Weil wir haben wirklich Leute, die sind super still, die sagen, komm aus dem Raid, die haben aber wirklich wirklich gute Ideen, gute Bossvorstellungen und ja, dass wir halt so ein Spreadsheet haben, wo drauf jeder zugreifen kann und jeder kann da irgendwas reinschreiben, posten, whatever. Und die Office haben das dann halt noch ein bisschen ausgeweitet und haben sogenannte Hausaufgabengruppen gebildet bei uns. Kann man jetzt nennen, wie man will. Wo dann halt unser Raid-Kader in diverse Gruppen aufgeteilt wurde. Und diese Gruppe stellt jeden Sonntag in Gemeinschaftsarbeit halt einen Boss vor. In Nighthold. Was der kann, welche Abilities, eventuell taktische Ideen dafür, eventuell Vorschläge für eine Weak-Aura, irgendwelche Infos, Input, die man von anderen Gilden bekommen hat, so halt so quasi so ein Brainstorming-Art mäßig. Und ja, das ist der Sinn hinter diesen PowerPoint-Präsentationen. Ich finde das Ganze gut. Natürlich, viele sagen auch, ihr seid behindert, jeder kann sich was selbstständig vorbereiten, aber ich finde die Sache gut, ich stand dahinter und denke, dass uns das auf jeden Fall weiterhelfen wird. Ja, klingt auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Jetzt haben wir gerade noch einen weiteren Gast dazu bekommen, nachdem der gute Dono von CCL wahrscheinlich einfach vielleicht nicht bei allen rumgefragt hat, ist, und daran hätte ich selber denken können, weil ich ihn selber auch für Real ID auch habe, der Quincy da von CCL. Hi. Ja, hi. Netterweise. Ich glaube, er hatte gefragt, aber ich war schon noch gestern. Ach so, er hatte gefragt. Siehst du? Ja, hättest du, sein, du, aber... du bist halt einer, der gerne direkt gefragt wird. Sag's halt, wie es ist. Kein Problem. Ich frag dich auch direkt. Hab ich selber hätte ich da auch das von Anfang an machen können. Ja, also danke, dass du da bist. Wir reden gerade so ein bisschen darüber, also haben über Helya gesprochen, wie Helya getuned ist und sind jetzt so ein bisschen darauf gekommen, wie sich Gillen insgesamt vielleicht auch auf die nächste Herausforderung, nämlich den Nighthold vorbereiten, und Kimo hat da ein bisschen was erzählt, was Gambit jetzt machen möchte, um einfach im nächsten Progress auch ein bisschen besser dazustehen als im letzten Progress, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat halt so ein bisschen erzählt, dass für alle Leute, die vielleicht jetzt auch dazugeschaltet sind, hat ein wenig die Herangehensweise erzählt, wie geplant ist eben zum Beispiel den Content einfach besser kennenzulernen. Also sprich, dass man zum Beispiel ein bisschen mehr über die Bosse weiß als einzelne Raider, weil das halt häufig, das denke ich, kennt vielleicht jeder von euch auch da draußen. Also zumindest ich kenne das von unserer Gilde auch, dass irgendwie sich entweder keiner oder, wenn es hochkommt, 1 bis 3 Leuten vorher über den Boss informiert, und dann kommt man dahin. Und irgendwie weiß niemand so richtig, was los ist. Und das kostet natürlich einfach unheimlich viel Zeit. Und das kann man natürlich dadurch abstellen, dass, wenn ich jetzt Kimo frage, was macht man bei Spellblade Alluriel, kann er mir sagen, was man da macht, so in die Richtung. Also ich weiß gar nicht, ob genau Spellblade schon dazu zählt, aber eben ein paar gehören halt dazu. Und deswegen, das finde ich eine ganz interessante Sache. Ich weiß noch nicht genau, warum da einige Leute im Chat gerade drüber gelästert haben. Nur weil das jetzt gerade nicht World First Talk war, sozusagen. Aber hey, interessiert uns ja nicht. Ja, Quincy, wie bereitet ihr euch darauf vor? Vielleicht mal eine ganz interessante Frage an euch. Also für Nighthold jetzt spezifisch, PTR machen wir, mehr oder weniger. Halt die 24-Uhr-Tests machen wir halt nur halt mit 10 Leuten oder so. Und ja,
dann machen wir halt wie in Emerald Nightmare halt immer 3 Split-Rates werden wir wahrscheinlich machen. Wir farmen halt derzeit noch mit 2 Split-Rates Emerald Nightmare Mythic, halt den alten Content und dann halt Heroic den neuen Content die ganze Zeit. Mhm. Ding, was Kimo angesprochen hat, mit den Bossen und sowas kennen, das war uns auch immer ganz interessant, weil wir haben wirklich so nur so 4-5 Leute, die so richtig Bock haben, im Vorhinein schon die Bosse zu kennen, zu wissen, was abgeht. So Dono ist so einer davon, die genau schon wissen wollen, was so abgeht. Ich bin beispielsweise einer, wenn du mich jetzt fragst, was der und der Boss macht, dann kann ich Glück haben, dass ich den Boss vielleicht noch im Gedächtnis habe. Aber mich kehrt das eigentlich null, bis die Bosse dann überhaupt so. Meiste Preparation kommt meistens auch immer in der Heroic Week, wo wir dann auch explizit ein paar Dinge bei den Bossen dann für Mythic schon testen. Mhm. Ja. Und jetzt halt im Moment halt der Gearing-Prozess. Wir haben, jeder hat bei uns 3 Chars, ein Main Char, ein Main Alt, halt noch einen dritten Char, der irgendwie noch im Heroic nebenbei gegeert wird. Und wir probieren dann halt, wie halt bis jetzt, halt dann 3 Split Rates auf Heroic natürlich zu machen. Ja. Okay. Weil Nightmare Mythic machen wir halt nur 2, aber ist halt so, das Problem derzeit ist bei uns, dass viele Leute jetzt ein bisschen Break haben wollen, weil es ist halt schon ein bisschen konstant auch die ganze Zeit, wie wir halt AP und so gefarmt haben. Und auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Mythic Raids, Emerald Nightmare und so macht, wenn für eine, ich sag jetzt einfach mal, nicht 7 Tage Hardcore Raid Gilde, die auch hier mittags und sowas raidet, ist das Problem dann, dass die Leute halt nach der Arbeit nach Hause kommen und dann müssen wir uns entscheiden, machen wir mit den Main Chars lieber Mythic Plus, um die Artefakt hochzujagen, oder machen wir irgendwie Emerald Nightmare Mythic, und da ist halt im Moment das Problem, sich da genau zu entscheiden, weil ja, ich habe richtig Probleme, hier beispielsweise die 54 Trades bis zum nächsten Progress zu kriegen. Ich meine, das ist schon nicht so einfach, man muss irgendwie 200 Dungeons jetzt machen, wenn man das haben möchte, und ja, das ist ein richtiger Struggle, und da hat man eigentlich für nichts anderes mehr Zeit, außer Mythic Plus Dungeons in der Freizeit. Mhm. Ja, das hatten wir gerade auch das Thema, ne? Ja. TK auch genauso gesagt. Aber es ist halt auch immer die Einstellung der Gilde, also bei uns ist auch noch nicht festgelegt, ob wir das jetzt mit allen Leuten machen werden. Weißt du, alle 54, ob wir das so quasi als Requirement für den Main-Char machen. Wahrscheinlich werden wir es nicht machen und wahrscheinlich wird es auch nicht so passieren, weil manche Leute arbeiten wirklich jeden Tag halt eine ganze mal 40-Stunden-Woche und fahren noch sehr weit jeden Tag und wir raiden noch halt mehrfach die Woche, dass sich das dann auch nicht ausgeht, weil beispielsweise der Rogue ist jetzt 2 Wochen in Amerika. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es irgendwie schafft, 54 Trades zu bekommen. Aber man kann zumindest World Quests aus Amerika machen. Ja, okay, das ist wahr. Wenn man auch Lust hat. Ja, gut, ne? So nach dem Aufstehen, ein bisschen zum Frühstück. So habe ich das zumindest gemacht, als ich in den USA war, ne? Ja. Ja. Aber naja, wie ist es denn bei euch, die kennen? Kennst du das da auch schon so von Leuten und Bossen? Oder wie schaut's da aus? Würdest du sagen? Du meinst, dass ich unseren Leuten Hausaufgaben aufgebe, wenn man Boss spielt? Das meine ich jetzt nicht unbedingt mit Hausaufgaben. Kimo ist ja, glaube ich, auch selbst schuld und bezeichnet das halt so, ne? Mit Lerngruppen und so hört sich halt alles so nach Schule an, was ja so nicht unbedingt gemeint ist. Aber nee, ich meine halt so generell, dass halt Leute einfach nicht vorbereitet sind für gewöhnlich und dass das durchaus ein Problem ist, meinte ich. Also grundsätzlich ist die Idee sicher nicht schlecht, aber meiner Meinung nach, zumindest für uns, ist es nicht nötig. Also wir hatten nie irgendwie Probleme, die Splits durchzukriegen oder sowas. In der Heroic ID siehst du die Bosse 3, 4, 5, 6 Mal teilweise. Da lernst du genug über den Boss, dass so ziemlich jeder da alles lernt, was er lernen muss. Mythic ist sicher noch was anderes, aber die meisten Sachen ändern sich vom PTR auf den Live-Server oder die Bosse sind so einfach, dass es relativ egal ist. Von daher, ja, also für uns ist es nichts, wo ich sagen würde, es ist unbedingt wichtig, dass jeder jeden Boss und jede Ability oder so kennt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man jemanden hat, der schon klar einen Plan hat und so die Ideen hat, was man macht, aber das, ich sag mal so,
so ernst zu nehmen und jeden Boss mit einer Präsentation vorzubereiten und so. Okay, okay, jetzt muss ich kurz einhaken. Ich glaube, das ist etwas missverstanden worden mit dieser Präsentation. Also, wir sollten keine PowerPoint-Präsentation machen. Einfach ein Spreadsheet, wo wir einfach ein paar Ideen zu den Bossen äußern. Pro Boss 10 Minuten, Viertelstunde mit 5 Leuten zusammengesetzt. So, jeder guckt, dass jede Rolle im Raid dabei ist. Ein Tank, ein Healer, ein DD. Und die machen dann halt ein Brainstorming, werfen die Sachen zusammen. Das sollte keine 5 Stunden PowerPoint-Präsentation werden. Viele haben dann nur so aus Spaß PowerPoint-Präsentation gesagt. War vielleicht mein Fehler, hätte ich vielleicht genauer erläutern sollen. Also es ist nicht viel Aufwand, den wir da betreiben sollen. Ja, wir haben natürlich ein paar, die setzen sich da wirklich stundenlang drin und haben jetzt schon komplett alles aufgelistet und so. Das kann jeder machen, wie er will, aber niemand wird dazu gezwungen, irgendwie da 2 Stunden lang sich da vorzubereiten. Das ist, glaube ich, etwas missverstanden worden. So, es ging nur darum, einmal einen groben Überblick zu haben. Vielleicht hat jemand ja irgend so einen Geistesblitz, eine gute Idee für einen Boss, was man da machen kann, und fertig aus. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Schaden kann es im Endeffekt nicht. Also, die Problematik, die ich bei sowas ja immer sehe, bei so einer Vorbereitung auf einen Boss, wenn jemand irgendwo einen Monolog hält und sagt, das und das passiert bei dem Boss, hört dem ja keiner mehr zu, einfach, ne? Auch wenn es vielleicht wichtig ist, aber naja, das kriegt ja jeder selber. Das doch selber. Ne? Du stehst da bei Boss, der Raidleiter erklärt 10 Minuten was, da irgendwelche Marks ein, 90% von Raids sind eh schon wieder AFK und hören gar nicht mehr zu. Du bist raus halt inhaltlich einfach, ne? Und das ist, glaube ich, das größte Problem, ne? Und deswegen verstehe ich schon grundsätzlich so diesen Ansatz, dass man sagt, jeder soll sich damit mal ein bisschen beschäftigen. Ne, ich glaube einfach, Kimo hat das so ein bisschen falsch ausgedrückt. Es klingt aufwendiger, als es im Endeffekt ist. Ja. Aber ne, grundsätzlich kann ich zumindest nachvollziehen, was er meint. Aber mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich bei so einer Gilde wie Serenity? Ich meine, wenn ich so sehe, was ihr bei manchen Bossen einfach signifikant weniger an Tries habt, liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Vorbereitung. Und wie, wenn überhaupt, sieht da so eine Vorbereitung aus? Ich schätze nicht, dass du irgendwelche PowerPoint-Präsentationen machst. Keine Ahnung, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber erzähl mal, wie schaut's da aus? Oh, eigentlich relativ simpel. Wir gehen auf den PTR oder Beta, je nachdem, was es halt ist. Meistens weiß dann halt jeder schon im Voraus, wie es oder was da halt abgeht. Also das ist halt schon einer der Unterschiede. Die meisten Leute sind halt relativ hyped auf die neuen Bosse, lesen sich dann halt das Dungeon Journal durch, machen sich ihre Gedanken. Dann ja, testen wir die Bosse genauso wie alle anderen Gilden. Ich glaube, wir haben dann halt ein wenig mehr Erfolg als die anderen Gilden dort, einfach weil wir, also Leute wie Potem oder Kusam sind halt gewohnt, neue Bosse anzutesten und können einfach viel schneller adaptieren und Taktiken machen. Deswegen, seit ich schon Serenity spiele, sehe ich halt den Unterschied zu den vorherigen Gilden wie Envy oder Genuine, wo ich damals gespielt habe. Da schafft man die Boss halt einfach viel weiter, schon in den 2 Stunden, die man Zeit hat. Dann werden halt nach den PTR-Tests die Logs durchsucht, was man vielleicht finden könnte, Reihenfolge an den Spells, gibt es irgendwelche Patterns, Melee oder Ranges, etc. Zum Beispiel, das war ja auch ein Faktor bei Helia. Es gab ja immer die Melee oder die Range-Ops immer abwechselnd. Hört sich zwar relativ obvious an, aber war es halt für die meisten Gilden am Anfang nicht. Also es wussten halt die meisten nicht. Oder dass man halt einen einminütigen Debuff bekommt, wenn man einmal von der Orb of Corruption getargetet wurde und die dann halt nicht ein zweites Mal hintereinander bekommen kann. Das sind einfach so Sachen, die wir dann herausfinden. Und dann, wenn die Heroic-Woche kommt, machen wir die ja halt auch mit unseren 5-6 Split Raids, also ich glaube in Nightholds werden es dann 6. Und nach den ganzen Split Raids gehen wir dann halt nochmal mit allen Mains, montags oder dienstags meistens, in den Raid und testen halt die Bosse so aus, wie wir uns sie halt vorstellen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt TOV als Beispiel nimmt, wir waren dann dienstags bei Helia, oder ich glaube war sogar schon sonntags, ist ja auch egal, und haben dann halt einfach auf Heroic den Boss so runtergespielt, wie wir dachten, wie wir ihn auf Mythic spielen werden und haben dann einfach 10 Minuten den Bossfight gespielt, bis er enraged ist, wie wir mit den Orbs laufen würden, dass halt jeder, sobald wir in Mythic da sind, weiß, wie man wo zu stehen hat. Und das hat dann ja mehr oder weniger gut geklappt. Also wir waren halt nach ungefähr 20 Tries oder so schon in Phase 2 und irgendwie innerhalb 40 Tries in der letzten Phase in Mythic. Und ja, das sind so, was wir machen. Okay. Einfach die Bosse mit den Mains runterspielen,
Potem ist relativ geschickt, in den Logs immer Sachen zu finden, die man abusen könnte. Ich meine, generell für Weak-Auren ist er ja auch bekannt, also das ist so bei uns die Vorbereitung. Okay, aber jetzt auch nicht so, dass sich da irgendwie alle Leute vorher da explizit darüber informieren müssen, sondern es klappt einfach aus ja, diversen Gründen, jetzt sage ich jetzt mal. Ich meine, ja, ist halt, die meisten spielen halt schon ewig bei uns Hardcore und ohne jetzt arrogant rüberkommen zu wollen, aber ist ja auch ein gewisser Skill, der vielleicht besser ist als wie bei anderen Gilden. Und ich meine, dann kommt man halt einfach weiter bei Bossen, weil Leute sich einfach nicht bei den ersten Tries an jeder Mechanik denyen und sterben. Und das ist halt die Sache. Ich meine, die ersten Tries sind ja einfach immer nur dafür da, so weit zu kommen wie möglich. Und unsere Leute können dann das halt einfach einschätzen und spielen halt den Boss einfach so, dass du halt einfach die nächste Phase siehst und dir dann immer einen Plan aufbauen kannst. Also gerade bei Helia war ja einfach ein Boss, wo du immer sehen musstest, okay, in welcher Reihenfolge kommen jetzt die Fähigkeiten? Und das so wurde das dann auch gespielt im Mythischen. Wir haben einfach immer Stück für Stück die nächsten 20, 30 Sekunden gespielt und geschaut, wie wir das dann am Ende runterspielen möchten. Mhm. Und ja. Das Ding ist halt, ich habe da auch mal in der Gilde gespielt. War halt auch immer so wie Dieb das halt gesagt hat, jeder Spieler ist vom PTR-Test hingegangen, hat sich von sich selber aus Dungeon Journal angeguckt und sich da wirklich hingesetzt und überlegt, okay, da muss ich darauf achten, zumindest darauf muss ich achten. Ich kann jetzt nur von meiner Gilde, von meiner neuen Gilde jetzt sprechen. Da ist es halt nicht so. Einfach so. Und man muss auch sagen, ist natürlich auch klar, sagen wir mal, oh ja, die spielen viel, aber 90% der Raider, kann ich dir garantieren, sind in der Lage, Dinge schneller umzusetzen als in der Gilde, wo ich halt jetzt spiele, beispielsweise. Klar, in meiner Gilde spielen richtig gute Leute. Also vielleicht nochmal zur allgemeinen Aufklärung. Du hast vorher gespielt bei Mossad, bevor ja, das ist ja quasi bis und auf zwei, drei spielst Leute jetzt bei Sacell for Fail. Ja, für alle Leute, die sich jetzt fragen, wovon redet er genau? Ja, jetzt wisst ihr es. Also es war, ist halt so, dass bei uns sich halt sehr wenig Leute für PTR wirklich interessieren. Ich gehöre mittlerweile auch nicht mehr dazu, einer zu denen, die wirklich sagen, ich habe auch nicht mehr so die Ambition, so das komplett Hardcore durchzuziehen, ich gehe das viel gechillter an. Und da kann ich auch jeden verstehen bei mir in der Gilde, der da auch keinen Bock drauf hat, weil wir haben nicht den Anspruch, den zum Beispiel damals Messed oder jetzt Serenity verfolgt. Und da ist klar, dass man auf keinen Fall so weit kommt wie Serenity in den Beta-Test schon. Und da wird sich auch in 90% der Fälle auch nicht nach dem Raid zusammengesetzt, wie die Logs angeguckt. Das machen vielleicht einzelne Leute für sich selber, aber ich kann da für mich sprechen, ich mache sowas gar nicht mehr. Ja, und wo ich auch noch, was ich auch noch ansprechen wollte, viele Leute da sind in der Lage, Dinge sofort umzusetzen. Oder die Allgemeinheit. Das ist halt dann wenn man einen Casual Anspruch hat, dann halt nicht so. Da wird dann eher rumgechillt oder so und mal geguckt, einfach so ein bisschen den Feeling für den Boss geholt auf dem PTA, mehr wird da nicht gemacht. Okay. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir noch jemanden haben, der sich dazu jetzt noch zusätzlich äußern möchte, ob du noch was sagen möchtest, TKane, oder ob wir mit dir schon gesprochen haben diesbezüglich. Das Gespräch hat sich ja ein bisschen überraschend in die Richtung entwickelt. Falls nicht, TKane? Ich glaube, bei uns läuft das wahrscheinlich ähnlich wie bei Setzel, dass man eher dahin geht, um quasi, also schon was von dem Boss zu sehen, aber ein Gefühl für den Boss zu kriegen und nicht so, dass jeder quasi komplett vorbereitet ist und alles weiß aus dem Dungeon Journal oder jede Fähigkeit schon kennt. Okay. Das ist ja, sorry, aber das klingt bei dir vielleicht missverständlich auch ein bisschen, TK, ein bisschen abfällig, aber das so meinen wir das auch gar nicht, das erwarten wir auch gar nicht, dass jede kleine Ability kennt oder so. Es geht nur, hatte ich ja eben schon gesagt, einen groben Überblick sich zu verschaffen über die Bosse. Nicht bis ins kleinste Teil jeden Log durchzuwühlen, wo man 5 DPS mehr rausholen kann und sonstigen Gedöns, sondern einfach nur eine vernünftige Vorbereitung, weil uns das mehr hilft als so. Wir rennen halt da immer öfters mal mit dem Kopf gegen die Wand auf dem PTR, keiner weiß irgendwas. Und wenn man, natürlich muss man die Bosse mal sehen und spielen, um überhaupt zu verstehen, was ist, weil ne, das eine ist die Praxis, das andere ist das Theoretische. Aber eine theoretische Grundlage zu haben, ist halt nicht verkehrt. Und,
Nee, du hast mich da auch komplett Oder ich hab falschverstanden. dich Also, falsch, ja. ich wollte das auch weder negativ oder irgendwie abwertend oder so bezeichnen. Also für uns ist das halt was wir einfach nicht machen, aber wenn euch das hilft, ist das doch super. Also ich fand auch die Idee, Helja auszulassen, gut. Also im Nachhinein, gerade wenn ich weiß, was wir auf unserer Seite für Probleme hatten und wie viel Zeitaufwand dann da quasi reingesteckt wurde, wann wieder der nächste Progress kommt und so. Also ich finde die Ideen an sich schon nicht schlecht, die da, ich weiß nicht, eure Offiziere oder wer auch immer da hatte. Wie ist es denn eigentlich, wo wir jetzt gerade schon bei Helya und bei Problemen sind? Ich sag mal, im letzten Add-on wart ihr ja quasi die führende Gilde in Deutschland. Seid es jetzt momentan nicht, das ist jetzt Sale for Fail. Mag an Quincy liegen, ich weiß nicht. Ein kleiner Scherz Genau. an der Stelle, ja, wer es daraus nicht versteht, natürlich ist Quincy ein toller Spieler, aber an So einem ein alleine Scherz. liegt es ja nicht, ja. Nein, wo siehst du momentan so die größten Probleme bei euch? Vielleicht, um das auch für alle Leute nochmal zu hören. Du hast mir so ein bisschen was erzählt. Ich weiß nicht genau, was du hier gerne erzählen möchtest. Also nicht, dass wir jetzt in Deep darüber gesprochen hätten, aber vielleicht, dass du nochmal kurz ein bisschen was sagst, was da so für Probleme waren, weil das wird sicherlich die Leute da draußen verwundert haben. Hey, ne, im letzten Con oder im letzten Addon war Impact noch irgendwie Number One und haben sich mit Cecile gebattelt. Jetzt ist Cecile da momentan ja doch eher alleine auf Platz 1, ne, sag ich mal. Weil ihr halt auch ein bisschen weiter dahinter wart. Ja, grundsätzlich sind das halt mehrere Sachen. Erstmal das, was Deep Shade schon ganz am Anfang gesagt hatte, was uns nicht in die Karten spielt, dass es so diese Reihe von Gilden gibt, die gerne competitive sein würden und auch im Progress gerne ein bisschen mehr Hardcore mitspielen würden, aber auch sobald das fertig ist, nicht 24/7 WoW spielen. Das funktioniert in diesem Addon nicht so richtig, wie wir festgestellt haben. Also, ja, wenn du nicht am Ball bleibst und dein Artefakt mitfarmst und mithältst, dann ist der Nachteil, den du dadurch hast, einfach so groß, dass du nicht mithalten kannst. Und zudem kam halt für uns noch dazu, dass wir über die letzten Wochen, Monate ein paar gute Spieler verloren haben, die aufgehört haben zu spielen, weil ihnen einfach das Spiel, das System nicht mehr gefällt. Das waren leider alles Ranged DDs, also so Hunter, Shadows und sowas. Und ja, einer unserer Hunter hat 2 Stunden, bevor wir angefangen haben, Mythic zu progressen, aufgehört. Demnach waren wir dann ein Hunter im Mythic Progress, ein Shadow Priest, eine Eule, ein Warlock und 3 Mages. Also es war nicht so das beste Liner, was man stellen konnte für Helya. Und dann hat das ein bisschen gedauert, da Twinks ready zu machen, nachzuequippen. Und mit dem Setup, das wir hatten, muss ich sagen, war Helya gerade die erste Phase extrem ätzend, weil genug Damage von dann im Endeffekt fast nur Melees, wenn mal irgendwie Hunter oder Eule oder Mage oder so gelaufen sind, dann kam quasi nichts mehr auf den Boss und dann hingst du irgendwie beim sechsten, siebten Breath noch in der ersten Phase. Das war ziemlich unangenehm. Man muss ja dazu sagen, dass das Ganze sich so ein bisschen entspannt, zumindest im Zukunft jetzt, weil natürlich hast du vollkommen recht, oder bei Helya die Geschichte, bis ach nicht bei Helya, bei der Artefaktwaffe ist jetzt im Moment so, dass man halt immer weitermachen muss, immer weitermachen muss, immer weiter. Aber bis Patch 7.2 rauskommt, ist zumindest diese 54 die. Das Maß aller Dinge und 7.2 kommt zumindest wahrscheinlich ja nicht vor März, April raus, schätze ich mal. Also ist ja unwahrscheinlich, dass Blizzard dann so viel Gas gibt und nochmal so viel Content rausbringt, auch wenn der nächste Raid aus 7.2 nicht direkt mit dem Release von 7.2 öffnet. Ne? Ja, gut, auf der anderen Seite, es ist halt, also im Endeffekt war es bis jetzt ein hartes Gegrinde. Jetzt sind vielleicht 2 Wochen, 2, 3 Wochen über Weihnachten, Silvester, wo man ein bisschen Zeit hat. Dann muss man wieder Hardcore rein grinden. Und wie Quincy schon gesagt hat, es wird extrem hart, diesen 54. Trade, wenn man den haben möchte, den zu erreichen.
wenn man nicht 24-7 spielt, bis der Raid aufgeht. Und ich denke, wir können nach jetzt Trial of Valor davon ausgehen, dass der Raid schon auf die 54 Punkte gebalanced wird. Hm. Wenn dann 2 Monate später, also rechnen wir mal mit so 3 Wochen Progress, vielleicht 4 Wochen, wenn man das HC noch mit hinzunimmt, je nachdem, wie schwer oder einfach es alles ist. Je nachdem, wie man sich anstellt, wenn dann quasi schon 2 Monate später wieder der neue Patch kommt und man wieder anfangen muss, jeden Abend Artifact Power in Mystic Dungeons zu farmen. Puh. Vielleicht kann ich ja nochmal ein Wort zu Helia und Mythic Plus und Artifact Power verlieren. Und zwar, beispielsweise bei uns war es so, Mythic Trial of Valor, Helia, bei uns hatten zum Start des Encounters, als wir den geprogressed haben, waren ja relativ früh da, genau 3 DDs und ein Heiler, 35 Trades. Hat sich dann relativ schnell als sehr großes Problem herausgestellt bei uns. Wir konnten den Boss, war unmöglich zu töten. Wir haben zwar, also ich habe immer noch dran beliebt, musste dann endgültig auch zugeben, dass wir den Boss niemals töten können, so. Weil, wenn man sich anguckt, die Kills von Serenity und Method, die waren ja richtig close und jeder in diesem Raid, bis auf ein, zwei Spieler, hatte 35 Trades. Und dann haben wir uns auch, weil ich beispielsweise habe mich richtig schlecht gefühlt, weil ich als Person eigentlich immer so probiert habe, so eine Vorbildfunktion einzugehen, aber ich habe es auch einfach nicht geschafft, zu diesem Progress 35 Trades zu haben. Ich hatte irgendwie 31 Trades, als der Progress begonnen hat. Ging einfach nicht mehr, weil wir auch nicht so gedacht haben, hey, wir brauchen 35 Trades für Trial of Valor, um den Content irgendwie zu besiegen. Und dann haben wir die ID Extended Instant Reset und haben Helder gemacht, sind wieder gegen die Wand gelaufen und dann haben wir uns entschieden, 2 Tage lang Mythic Plus zu farmen, dass viele Leute 35 Trades kriegen, um den Boss überhaupt zu killen. Und da ist halt die Frage, wie soll man das angehen? Muss man mehr Mythic Plus farmen? Deswegen hatte ich vorhin auch angesprochen, mit den ganzen Trink Rates und so, für so eine Gilde wie wir ist es halt schwer, da rauszufinden, was wir machen. Aber wahrscheinlich, wie TKen auch schon gerade gesagt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass ab Boss 5 oder so dieser nächste Content auf 54 Trade gebalanced ist. Und das ist da so ein Encounter wie dieser Brückenboss, der ein bisschen so wie so ein Butcher-Fight ist, so ein Berserk-Fight, dass man da 54 Trades brauchen wird, um den zu besiegen. Somit muss man dann sich überlegen, hey, was macht man jetzt eigentlich, ne? Wie viel Zeit investieren wir in Twinks gehen oder machen wir doch lieber Mythic Plus Farm? Das ist immer so eine Sache. Aber da muss jede Gilde halt für sich selber überlegen, was sie da macht. Klar, die ganzen Hardcore-Gilden, wo viele Leute auch über den Tag online sind, die werden sich sagen, yo, ich mach eh, alle machen eh 54 Trades. Dann machen wir weiter die Twink-Rates. Aber bei uns müssen wir überlegen, ob wir kurz vor Nighthawk dann nicht einfach die Twink-Rates sein lassen und uns lieber auf Artifact Power oder so konzentrieren, aber steht alles bei uns noch nicht fest, das wird ja alles noch besprochen. Aber ich meine, selbst die Hardcore-Gilden wollen das ja nicht machen. Ja. Ich meine, wir machen das jetzt auch einfach nur, weil wir es so gesehen müssen und das geht ja gerade auch im Chat rum, weil wenn ja die Leute, die meinen, wir müssen das nicht machen oder warum beschweren sich die Leute, damit die Leute das einfach mal verstehen. Wir haben uns dafür entschieden und die meisten von uns schon seit mehreren Jahren oder seit mehreren Tiers Hardcore zu raiden und es sah immer so aus, einfach, dass du mehrere Chars pflegen musstest und in der Heroic-Woche beziehungsweise zum Addon-Start einfach mehrere Chars gelevelt hast, Split-Rates gemacht hast und dann bist du in den Mythic-Progress reingegangen. Aber heutzutage kannst du einfach nicht Hardcore raiden und außerhalb des Progresses chillen. Damals war es so, du hast 3x2 Wochen Hardcore raiden im Jahr und das war's. Ansonsten hattest du einfach 2x oder 1x die Woche deinen Abend Farm Raid und du konntest den Rest der Woche machen, was du wolltest. Und heutzutage, du brauchst einfach die Trades auf dem Main, du brauchst die Legendaries, du möchtest eigentlich auch Things haben, auf die du rerollen kannst für den Progress, gerade wenn du ein Medi zum Beispiel bist, dass du einen Range hast. Also du bist einfach mittlerweile gezwungen, außerhalb des Raides einfach die komplette Periode zwischen den 2 Raids auch das Spiel pausenlos zu spielen. Und das verstehen die Leute einfach nicht. Wir haben uns nicht dafür entschieden. Wir haben uns einfach dafür entschieden, in den 2 Wochen, wo der Raid rauskommt, zu nerden und dann irgendwie für die World Ranks zu kämpfen. Und deswegen beschweren sich einfach so viele Raider mittlerweile, weil ich meine, okay, ich habe relativ viel Zeit, deswegen kann ich auch easy meine 54 Punkte farmen.
Aber Gilden wie Impact, wie Setzale oder andere Gilden, die in der Top 10 weilen mit Fetch, RKS, etc., die Leute haben halt einfach nebenbei ihre Arbeit oder haben halt ihr Hobby, spielen im Fußballverein, etc. Und die haben halt keine Lust, diese Punkte zu farmen. Und deswegen müssen die Leute das dann verstehen. Ja, wir spielen gerne dieses Spiel und wir haben uns auch selber entschieden, Progress zu raiden, aber wir haben uns nicht dazu entschieden, dass wir nach Legendaries jagen und Artefaktpunkte zu farmen. Gerade für Klassen wie Hexenmeister, etc., die dann entweder sich entscheiden müssen, einfach alle Punkte zu sparen und dann in der Heroic-Woche alle auszugeben oder einfach für alle drei Specs 54 Trades zu farmen. Und ja, das wollte ich nur mal sagen, weil der Chat da relativ hemm gegangen ist. gut, das ist natürlich immer die Problematik, ne? Das, was du sagst, ist natürlich richtig. Wenn man da spielen will, wo viele halt spielen, ist das halt nötig. Blizzard wollte ja einfach erreichen, dass man quasi nicht sagen kann, oh, das Game ist total langweilig, abgesehen von Raids. Man kann wohl sagen, das haben sie jetzt geschafft. Man hat immer was zu tun, wenn man möchte. Und ich persönlich zumindest finde Mystic Plus Instanzen nicht so schlecht. Ich verstehe natürlich, wenn man irgendwie 1000 davon machen muss oder wie viel du jetzt hast, Deep Shades, dass man darauf halt irgendwann keinen Bock hat. Aber das ist halt immer so ein bisschen ja, eine Mischung aus beiden. Ne? Man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, dadurch, dass Blizzard den Content halt anders getuned hatte mit dem ersten Content, hat man ihn dann halt überfahren, weil ihr das halt alle gemacht habt, ne, sozusagen. Das ist halt natürlich auch die Problematik, ne? Natürlich, aber weil es keine Caps gibt, die einen zu einem bestimmten Punkt bringen, hindern, den Boss zu töten, oder ja, also mehr Gear zu bekommen, etc. Natürlich werden die Gilden das auch ausnutzen. Und das war ja die Sache immer damals. Du hattest das Gear vom vorherigen Mythic Raid, sei es jetzt Blackrock Foundry Gear, bist dann in die Heroic Woche gegangen, hast dir die neuen Tiersets geholt, vielleicht ein paar neue Trinkets, was auch immer. Und dann sind alle Gilden ungefähr mit dem gleichen Item-Level gestartet. Und heutzutage, gerade bei Helia war das ja der Fall, deswegen war auch, glaube ich, relativ viel Drama jetzt auch im Helia, gerade bei mehr Casual-Gilden, etc. Der einzige Weg diesmal, einen Boss zu vereinfachen, ist nicht wie damals zum Beispiel bei Archimond, dass Method den Boss mit 720 Item-Level killt und dann eine Gilde wie Gambit vielleicht schon mit 725 und eine Welt-1000-Gilde mit 730. Der einzige Weg diesmal war es einfach mit Trades. Und wenn Progress-Gilden schon full 35 Trades haben und relativ, dass der Boss sich als ein relativ harter Damage-Check herauskristallisiert, werden wahrscheinlich Leute, die ein wenig schlechter spielen und einfach nicht so viel Erfahrung im Spiel haben, Probleme haben, auch mit diesen 35 Trades und dem gleichen Gear wie die Progress-Gilden. Und das hat man ja jetzt auch einfach gesehen. Der Boss ist von 50 Gilden down, was ich zwar nicht schlecht finde, aber ich meine, ich kann auch natürlich die Frustration von Casual-Gilden verstehen, dass sie da einfach beim Boss stehen und ja, wir kriegen ihn nicht down. Oder wir brauchen einfach viel zu viele Tries. Und da sieht man das ja auch diesmal. Damals hat dann Method ungefähr 500 Tries vielleicht für einen Archimond gebraucht. Dann kommen die Gilden, so, ja. Ja, dann kommen die Gilden, kriegen ihre Videos und das Gear. Und dann siehst du einfach, die nächsten Progress-Gilden brauchen 400. Dann irgendwie World 130 braucht dann nur noch 250 Tries. Aber diesmal waren Gilden wie Method oder Serenity die Gilden, die wenigsten Tries hatten, weil ich meine, Danish Terrace hatte 500 und wir hatten 220 oder sowas. Ich glaube, Fetchakes und Setzel, die hatten auch beide über diesen 220 und die haben ja schon relativ gut, also die haben schon wahrscheinlich die Lineups, die Spieler, die man am ehesten zu uns vergleichen kann. Und wenn selbst diese Spieler dann doch noch mehr Tries brauchen als wir, selbst mit den Videos etc., bedeutet das ja auch einfach oder zeigt das ja einfach auch die Schwierigkeit von den Bossen. Und das ist halt so die Sache und heutzutage kannst du halt einfach mit diesen Artefaktpunkten, also so gesehen sind die Artefaktpunkte einfach das einzige Mittel, womit du einen Boss einfacher machen kannst. Und dann das bedeutet ja wieder, du bist gezwungen, mehr zu spielen. Und also, wie gesagt, ich finde M+ auch klasse. Ich meine, wir haben ja auch letztens
M-Plus gepusht, haben ja Level 21 gemacht, etc. Das macht ja auch echt Spaß. Und was habt ihr nachher eigentlich in der Woche für einen Key bekommen? Also wenn ihr 21 gemacht 15er in der Woche in der Chest. Oh, okay, also 6 ging es dann wieder zurück. Genau, also es hat auch Spaß gemacht und da kann man sich mal auch an die Grenzen pushen. Und ich hätte auch kein Problem, irgendwie jeden Monat irgendwie meine 30, 40 Dungeons zu machen. Und ich glaube, da hätte auch ein Quincy kein Problem mit seiner Arbeit oder der Zwei-Tages-Raider kein Problem. Die Sache ist einfach, wie gesagt, selbst mit voller Artefakt-Knowledge brauchst du von 35 bis 54 deine 200 bis 300 Dungeons. Und die hast du ja erst irgendwie eine Woche vor Nighthold oder zwei, ich weiß jetzt nicht das genaue Datum. Also musst du ja derzeit schon was machen. Und gerade jemand, der berufstätig ist, wird ja dann in dieser einen Woche nicht so viel Zeit haben, dass dann Quincy sagt, okay, ich push jetzt mit meinen Jungs die 200 Dungeons. Der ist jetzt gerade, glaube ich, sogar drin und muss seine Dungeons farmen jeden Abend nach der Arbeit. Und wie gesagt, das hat dann auch nichts damit zu tun, dass wir uns da reinzwingen, etc. Uns allen macht das Raidern macht das Spiel Spaß. Und ich meine, selbst dir wird das Raiden ja Spaß machen und auch das M Plus immer hier und da werden, aber ich meine, darum geht's einfach. Selbst mir, ja, danke. Selbst mir, ja. Ohne Scheiß, das Raider ist das Beste, was ich bis jetzt spiele. Nee, ich meine das halt, du bist ja ohne kein Scheiß, Hardcore Raider oder so. Nein, das stimmt. Ja, ja. Ich bin das World Cup 350 ist weit gerne in das Game, Mike. Keine Ahnung, das hatte ich. Ich habe ja auch nach unserem der letzte Archimond World First habe ich 2 Wochen später habe ich das Game gequittet. Ich war burnt aus, ehrlich gesagt. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Hab auch andere Sachen, hatte auch Verpflichtungen und so, und habe frühzeitig dann gequittet. Aber das Game jetzt, ich habe ja 2 Monate, glaube ich, vorher wieder angefangen. Es macht ultra Spaß. Ich gehe auch gerne in das Game ein. Ich finde es nur geil. Es gibt ja viele Ansätze, wie man dieses Mythic Plus ändert, ne? Das müsste mir wäre alles scheißegal. Am liebsten würde ich einfach mit meinen 5 Freunden spielen und nicht immer einen Udo dabei haben, der nichts versteht von dem Game. Das ist mir das Liebste. Man zu Randoms durchziehen. Ja, genau. Das ist ja das, was man derzeit die ganze Zeit macht. Das ist der Hauptgrund, was ein bisschen nervig ist. Ja klar, ist. Das ist auf jeden Fall so, ja. Weißt du, ich spiele gerne mit meinen Kumpels und so, aber dann bin ich halt immer darauf angewiesen, dass ich erstmal irgendjemanden finde, mit dem man hier was machen kann. Mir im Tool einsuchen, ne? Und wenn man nicht gerade irgendwelche Freunde hat, die sagen, oh ja, ich organisiere dir hier ein paar Keys, dann ist das schon ein bisschen mehr Aufwand. Und vielleicht machen die dann auch Kacke und dann wird man ein bisschen getiltet so von denen. Aber ich finde das Spiel, muss ich auch ganz klar sagen, ist wirklich das beste Add-on für mich. Mir macht es am meisten Spaß. Für mich auch, ja, tatsächlich. Ja. Also ich meine, du spielst auch seit Classic? Nein. Seit wann spielst du denn? Ich spiele seit Burning Crusade irgendwann. Naja gut, aber Burning Crusade irgendwann. Ich spiele auch seit Classic und für mich ist im Moment so auf jeden Fall der Punkt, wo ich sagen muss, dass ich es wirklich richtig gut finde. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich noch entwickelt und natürlich gibt es Kritikpunkte, Stichwort Legendaries, die gerade schon angesprochen wurden, können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Ich finde, insgesamt ist für mich das Beste im Moment und ja, mich stört es natürlich nicht so heftig oder mich stresst nicht so heftig, dass ich auf irgendwie 1000 Chars das machen muss. Ich weiß nicht, da bin ich natürlich jetzt weit entfernt davon, 54 Punkte zu haben. Ich habe hier auf dem Char, das ist mein höchster Artefakt-Power-Level, habe ich 39, ne? Weiß nicht, wie weit ich komme in den nächsten Wochen, aber auf 54 glaube ich nicht, ja. Und das stresst mich dann halt aber auch nicht. Aber wie gesagt, nur World Rank 350 oder was wir gerade sind, das ist dann natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Aber naja, jeder hat da seine eigenen Ansichten sicherlich. Und wie gerade einer schon sagt, ist natürlich, dass Blizzard das Game auch nicht ausschließlich auf diese 0,1%, die es dann ja wirklich sind. Also ich bin in einem Top 1%, ja, was auch schon also verschwindend gering ist, aber ihr spielt natürlich wirklich irgendwo im Top 0,1% und auf die balancen sie das halt dann einfach nicht. Ne? Da entweder man steckt so viel Zeit rein oder man steckt nicht so viel Zeit aber rein. Aber ich glaube, das sind aber nicht nur die Leute, die irgendwie Hardcore oder Semi-Hardcore spielen. Ich meine, ich habe auch genügend Bekannte oder Freunde, die mehr Casual raiden oder halt auch nur zweimal oder vielleicht gar keine Gilde haben. Aber ich meine, selbst die wollen den Progress ja oder den Content einfach mal durchhaben zu einem gewissen Zeitpunkt und die müssen auch Mythic Plus machen, die müssen auch irgendwie ihre Legendaries bekommen, etc. Und ich kenne da genügend Leute, da gibt's genügend Leute, die frustriert sind und... Ja gut, das Legendary-System ist was anderes, aber also Mythic Plus machen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch, immer noch Spaß, muss auch, ich sagen. Auch was Quincy angesprochen hat, gerade dass du immer einen Random mitnehmen musst, ist das größte Problem. Mythic Plus wurde ja so
ja, als Aushängeschild für Legion gezeigt und Spiel mit deinen Freunden. Im Endeffekt musst du halt aber trotzdem immer diese eine Person haben. Ja, wenn du Lowkeys dann irgendwann weiterspielen willst, wenn du halt nicht mehr... Was heißt Lowkeys? Wir boosten ja, bis zu Mord 12. 12 ist ja das Höchste, wo wir einen Random Viewer mitnehmen. Ja, wenn du überlegst, dass du 21 gemacht hast, ist das low, ne? Das würde ich ja schon... ja, natürlich, aber ich meine, wir machen 7 bis 12er und wir sind halt wirklich Glück, wir haben Glück, dass wir mit Fragments jemanden haben, der wirklich immer Keys für uns bereitstellen kann mit seinem Stream und wir dann auch wirklich wir inviten den nächsten Key, aber die meisten Gruppen müssen ja immer in den Random Finder, dann schreibst du extra rein, Boost, more only, ja, 7 bis 9. Und dann kriegst du die Whisper, hey, möchtest du mein Blackrock Holz 6 boosten? Oder hey, ich hab für dich Level 8 depleted Holz of Valor, hättet ihr nicht doch Lust darauf? Und bis du dann halt wirklich den Morkey hast, ist halt auch wieder 5 Minuten vergangen. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass du halt nicht einfach sagen kannst, okay, ich gehe jetzt mit meinen 5 Freunden die 4 Stunden einfach Mord durchfahren. Ist auf jeden Fall richtig. Also wenn man ähnlich wie das Wort des Jahres oder Unwort des Jahres suchen würde für WoW, wäre auf jeden Fall Boosten sicherlich eins der Kandidaten. Aber gut, lass uns mal weiterkommen vom Thema her. Das haben wir jetzt, denke ich, ausführlich besprochen. Und ich denke, da gibt es mehrere... vielen Dank, Master Lenny. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, Lenny. Da gibt es auf jeden Fall viele, viele Ansätze an der Stelle natürlich. Ne? Sei es jetzt, dass man es gut findet, sei es jetzt, dass man es schlecht findet. Was man aber halt sagen muss, ist, da gibt es jetzt keine einheitliche Linie. Lass uns einfach mal weiterkommen in Richtung der Helya-Exploits. Ich denke, jeder von euch wird das Ganze mitbekommen haben. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, beziehungsweise wir erzählen es nochmal ganz kurz. Helya war ja nach, was war das, 3 Tage, Diebschätz? Ja, Freitag. Freitag Mittag. Irgendwie, ne? Hahnten 2 Gilden Helya down. Das war zum einen natürlich Serenity, weil Diebschätz ist ja hier. Und davor eben noch Method. Und dann haben sich doch tatsächlich noch 3 andere Gilden angeschlossen, die aber im Folge dessen gebannt werden. Ja, und da hat man sich natürlich erst gefragt, was war da los? Und das Ganze hat sich dann mit der Zeit ergeben, dass eben diese 3 Gilden Helya exploitet haben, so dass eine Fähigkeit von ihr, nämlich dieser, keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt, dieser Breath da, nicht mehr kam. Und das haben die an der Stelle gemacht und sind dafür dann eben infolgedessen auch bestraft worden. Wir hatten ja zuletzt übrigens noch eine Videodiskussion, die rückblickend anscheinend aber nicht, wie ich auch schon in der News geschrieben habe, nicht das Video darstellt, was tatsächlich verwendet wurde. Aber vielleicht könnt ihr mal eure Meinung zu diesem großen Helya-Exploit von Limit, Exorcist und unsere Freunde aus Frankreich, From Scratch, was sagt ihr? War mir eigentlich komplett egal, muss ich ehrlich sagen. Im Endeffekt, nee, ich sehe es ehrlich so, im Endeffekt gab es in der Vergangenheit genügend solcher Szenen. Da ist jetzt die Asiaten mit Blackhand, dass sie den Smash abusen mit dem Monk, der sich einfach wieder hoch teleportet und halt vor dem Smash immer von der Plattform springt. Gilden wie Method werden dafür gebannt worden beim World First. Also, das haben ja auch ehemalige Method-Leute gesagt, dass die GMs die zum Beispiel angeschrieben haben und meinten, wenn ihr das weiter so macht, werdet ihr gebannt oder falls ihr darauf auf die Idee kommt. Und dann haben die Asiaten nicht mehr daran. Dann, ja, egal, haben wir ja, aber portiert. Ja, ja, ich gesagt. Weiß. Muss und dann, und bei den Asiaten war es kein Problem und im Endeffekt, es war jetzt auch, hört sich jetzt arrogant an, aber es war im Endeffekt nur World 3, World 4 und World 5. Und meiner Meinung, wären Exorcist from Scratch und Limit so oder so die Gilden gewesen, die den Platz eingenommen hätten. Danke. Und sorry, Dicky. Und deswegen, ich finde es auf der einen Seite gut, dass Blizzard durchgreift, aber im Endeffekt fand ich es ein bisschen zu übertrieben, auch mit der einen Woche. Im Endeffekt hätten sie ihnen vielleicht den Kill removen müssen, den Bug fixen und dann müssen die Gilden den Boss einfach nochmal töten.
Halt einfach, dass ihr Reset auf 2 von 3 resettet wird. Haben dann halt das Helia-Gear nicht, das gejobbt ist. Und müssen den Boss dann einfach ganz normal spielen. Und dann hätte man ja auch gesehen, dass sie den Boss so oder so gekillt hätten. Also weil das wäre meine Lösung gewesen. Die 7 Tage einfach übertrieben sind, ja? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es gut, dass Blizzard... absolut gerechtfertigt. Dazu kommen wir noch, Kimo. Ich finde es gut, dass Blizzard da durchgegriffen hätte, aber weil... Scratch hat übrigens den Boss noch nicht down. Aber vom Sketch macht Splitrate seit der ersten Woche, wo sie gebannt wurden. Aber mir geht es einfach nur darum, da es das erste Mal ist, dass sie jetzt seit der Zeit wirklich mal wieder durchgegriffen haben, hätten sie meiner Meinung nach einfach den Kill removen müssen für alle 3 Gilden. Gerade auch, weil Limit hat ja den Bug reportet, aber... haben dann doch einfach zwei Gilden den Boss gekillt und Blizzard hatte nichts dagegen getan, dann haben sie es halt auch gemacht. Aber mir geht es einfach nur darum, ja, einfach den Kill zurücknehmen, lass die Gilden den Boss legit spielen und dann sieht man ja, ob sie wirklich World Ranks verloren hätten oder nicht. Das ist meine Meinung dazu. Ja, vielen Dank nochmal an Lenny. Er hat gerade nochmal... Geil, Lenny, hast du geil gemacht, Digi. Muss man nochmal erwähnen, ich wollte dich jetzt nur nicht unterbrechen, die Plätze. Kimo hat es gerade schon reingerufen, lass mal Kimo noch reden. Du hast gesagt, hey, war voll gerechtfertigt, der Ban. Ja, absolut. Also, keine Ahnung, von mir aus können sie noch härter durchgreifen. Bug-Abusing haben spätestens seit damals Dragonfall LFR, denke ich, sollten alle Gilden darüber Bescheid wissen. Blizzard hat jahrelang nie was getan. Wenn man zum Beispiel Cutter zurückdenkt, Start-Content, wo dann, wie hieß der gute Drake noch, mit dem Sound? Atramedes, ja. Wir haben da so viel exploitet. Ja, den hat Conclave, jede Gilde 5000 verschiedene Conclave Arten. Of Winds konnte man mit einem Mage-Pad auf 0,1% oder so bringen und muss dann reingehen und die einfach umhauen. Aber lieb von dir, dass du mich unterbrochen hast. Entschuldigung. Ja. Nee, also wie gesagt, was ich sagen wollte, da der Boss wird ja in allen möglichen Formen, Versionen, 1000 verschiedene Arten exploitet und dann haben sie ja damals wirklich zum ersten Mal einen großen Rundumschlag gemacht, Dragon Soul, LFR, den alle Gilden da exploitet haben, wo dann wirklich irgendwie 80, 90 Gilden gebannt wurden für eine komplette Waffe und seitdem wusste man noch eigentlich, dass sie das nicht mehr durchgehen lassen. Die haben es vorher immer durchgehen lassen und dann haben sie dann einfach erstmal die Keller ausgepackt und das war halt klar. Von daher kann ich sowas überhaupt nicht nachvollziehen, Boss zu buggen, zu abusen, vor allem dann auch nicht in dieser Form, dass man halt einen Boss dann wohl pullt, den Tank sterben lässt und dann macht der Boss nichts mehr, also seinen Breath, wie alle Abilities nicht mehr und so weiter und so fort und sich dann da im Nachhinein darüber zu beschweren und so weiter und dann irgendwelche dummen Vergleiche anzustellen mit irgendwie Archimonde HC oder Mystic, wo man halt den Tank hat sterben lassen, der die Orb hatte in P3 und so weiter, ist halt totaler Quatsch. Von mir aus können sie die wirklich noch härter bannen, alle, die das irgendwie da betrieben haben oder so, hat einfach überhaupt nichts zu suchen. Klar, Raiden ist kein E-Sport, ne? Fair Play und so weiter gibt's eh nicht in WoW, aber von daher, da irgendwie nur den Kill zu removen und so weiter und so fort, nee. Natürlich ist es scheiße, dass Blizzard halt da nicht ordentlich vorsorgt. Natürlich ist es ärgerlich für diese Gilden, die halt dann direkt nach ein paar Stunden als Erster an diesem Boss stehen. Ich erinnere zum Beispiel damals die Nestra mit For the Horde, wo dann die GMs dann noch live auf dem Live-Server angefangen haben, die Boss-Ability zu testen, wenn For the Horde bei Sinestra reingewiped ist und sowas. Natürlich ist das scheiße, aber gibt halt noch lange kein Recht, diese Bosse zu exploiten und sich zu Unrecht diesen Kill zu holen. Ja, was sagen denn Quincy und TK? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Willst Quincy erst was sagen? Obwohl, ja, okay. Also ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Also einmal würde ich zu dem sagen, was Kimo sagen. Ich finde schon, dass es eigentlich so ein Fairplay in den Top-Progress-Gilden eigentlich schon gibt. Ich kann mich an gute Dinge erinnern, wo man sich dann doch abgesprochen hat, wo zum Beispiel Paarung gesagt hat, hey, hier ist der Bug, wir benutzen ihn nicht, ihr just ihn auch nicht, alles fein. So, ich finde schon, dass ein Teil Fairplay in diesen World-Super-Gilden, den gibt es schon. Des Weiteren, ich kann nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass ich, wäre ich noch in so einer Progress-Gilde, ich wäre auf jeden Fall dagegen gewesen, sowas zu machen. Ich fand nur einfach die Reaktion der Gilde Limit so toll. Die haben sich richtig krass über den Kill gefreut, ne? Und wurden dann schön gebastelt. So, weil die müssen sowas natürlich machen, sonst würden sie nämlich keinen World Top 10 schaffen. Ich meine, die Gilde ist ja legit schlechter als The Safe or Fail. Von den Spielern her, ja, kann man nicht viel zu sagen. Ist eigentlich ein bisschen traurig, dann so einen auf Legit Kill zu machen, um dann sich herauszustellen, dass sie den Boss komplett trivialisiert haben mit den Sachen.
Nicht eine absolute Clown-Gilde, aber ja. Wobei Limit ja noch am besten drauf reagiert hat, meiner ja, Meinung nach. Ja, oder? Ja, aber im ersten Moment. Wir haben es ja nicht direkt gesagt. Erst als das rausgekommen ist, haben sie das gesagt. Ja, aber ich meine, ja, okay, die anderen Gilden haben auch nicht wirklich viel dazu preisgegeben, aber ich meine, die anderen Gilden sind dann auf Twitter rumgelaufen und haben gesagt, warum wurden die und die nicht gebannt, warum wurde das in der Vergangenheit nicht gemacht und Limit war einfach ruhig. Das macht Sources heute noch übrigens, ne? Das ist super lustig. Ich persönlich fand die Franzosen schlimmer, aber ja. Ich meine, ja, Limit hat sich da dezent zurückgehalten, hat es einfach auf sich genommen, hat den Boss nochmal gekillt und alles war gut. Also, ich muss euch schon recht geben, es ist ein bisschen komisch, dass sie nicht immer bannen und jetzt auf einmal durchgegriffen haben. Aber als DeepShades gesagt hat, ich fand's okay, dass die Dinge gekillt haben, du weißt schon, was der Bug gemacht hat, oder? Dass das ein Target-Dummy mit 3 Milliarden HP war, der nichts gemacht hat. So wie in einem Video im Prinzip, ne? Das ja, in einem Video. Also, ganz die, ihr versteht das nicht. Das ganz sorry, kurze Frage, ja, Fabio. Zu dem Video, seid ihr euch wirklich sicher, dass das der nein, First der Kill Boss, ist? Genau, das ist der, nicht nein, der, der, Boss, der Boss wurde nicht so gespielt. Ich habe hab das Video von Limit was gesehen, ich kenne den Raid Leader, der Boss. Hat jede Ability genauso gecastet, außer den Breath. Alles andere wurde also komplett 1 zu 1. Du hast deine Orbs, bekommen, du hast deine Waves bekommen, du hast deinen Marina bekommen. Der Bug, den Exorcist da hochgeladen hat, war einfach ein Troll ihrerseits. Das war ihr zweiter oder dritter Rekill. Und es ist der gleiche Bug, der damals bei Xul'Horak auch schon mal war. Der Boss hört einfach auf, Abilities zu casten. Und das ist anscheinend bei ihnen, ja, welche Ironie, bei ihnen ist das wohl passiert im Farm. Man sieht auch, kann man ja gerne vergleichen im Video, es ist der zweite oder dritte Rekill. Und das war einfach nur ein Bug, der ihnen im Farm passiert ist. Der Boss, jetzt ist so aber nochmal die Frage, wie kann man denn so retarded sein und sowas da nochmal machen, wenn man davor schon 7 Tage gebannt wurde? Das ist eine andere Sache, frag mich nicht. Wahrscheinlich fanden sie es lustig und pro Gilden dachten sich halt, ey, Blizzard wird da nichts mehr machen, weil sie den Boss eh schon Legend down haben. Ja, bist du der Patient, aber mir geht's einfach nur darum, die Leute, die, also da glauben ja relativ viele immer noch, dass das der erste Kill von denen war. Es war nicht der erste Kill und der Boss wurde nicht so runtergespielt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dann hätte Exorcist mit großem Vorsprung World 1 gemacht. Aber wenn du gerade zu Rack ansprichst, wir hatten den tatsächlich im Progress-Method damals, er hat gebuggt und wir haben... Ja, Envy auch. ...haben ihn nicht getötet, dann haben wir uns einfach abgelegt. Envy hat's probiert, ist aber kläglich gescheitert. Aber ja, wir hatten es halt und wir haben es nicht gemacht. Aber ist halt klar, dass du dafür gebastelt wirst, ne? Naja. Ist auch logisch halt. Ich weiß nicht, sagen, dir wäre klar gewesen, dass man im Nachhinein dafür gepunished wird eigentlich. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, weil es mich halt auch nicht mehr so interessiert. Ich muss sagen, gedacht, hätten wir es herausgefunden, beziehungsweise ich glaube, bei uns wussten es einige. Ich glaube, wir selber hätten es nicht gemacht, weil Potem, Kusam, etc. wären einfach auch zu ängstlich, dass da halt was passiert. Ja. Und man kennt es ja eh, hätten wir damit World First gemacht und hätten ein Video released. Ich meine, man muss ein Video beim World First an sich releasen und ich glaube, dann wäre der Aufruhr in der Community relativ groß gewesen und wir wären eh zu ängstlich gewesen wegen der Reaktion seitens Blizzard. Deswegen, ich glaube, wir hätten es nicht gemacht. Aber wie gesagt, ich nehm's jetzt Limit vom Sketch und Exorcist auch nicht übel. Wie gesagt, ich hätte sie nicht gebannt. Und ja, ich meine, das World First Race war abgeschlossen und meiner Meinung nach hätten mindestens vom Sketch und Exorcist eh ihren World Rank behalten, weil es einfach keine andere Gilde gibt, die so viel raidet wie sie. Deswegen, aber ja, das ist einfach nur meine Meinung dazu. Sie haben es wahrscheinlich auch nur gemacht, weil es halt eben nicht der First Kill war. Ne? Gut, das ist einfach jetzt so die Frage, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Ihr seid euch alle zumindest einig, dass es unverschämt, oder was ist unverschämt, aber auf jeden Fall gerechtfertigt war, den Kill abzuerkennen. Nur DeepShades war jetzt, glaube ich, der Einzige, der der Meinung war, dass auch der Ban nicht gerechtfertigt war, oder? Hat er, sagt jemand anders, auch gebannt werden hätte und sie nicht sollen? Sorry, ich bin da immer ein bisschen irritiert von Lenny. Ich hätte auch Danish Terrace irgendwie... Ah, das ist eine gute Frage. Weil, also ich weiß nicht, ob du das von Ian Hesse Kostas mitbekommen hast.
Vielleicht für die Allgemeinheit nochmal, weil Da gab es natürlich eine davor. riesen Diskussion auf Twitter. Ja, genau, weil From Scratch hatte eben genau das auch angemerkt, was du angemerkt hast, dass eben Danish Terrorist da hätte auch gebannt werden sollen. Und Jens-Hesse Kossers vertritt ja die Meinung, dass das eben insofern was anderes ist, als dass der Boss ja das trotzdem noch immer castet, die Ability, und nicht aufhört damit einfach, wie zum Beispiel das in dem Fall bei den anderen passiert ist, weil der Boss ja einfach den Rev dann nicht mehr gecastet hat, was ja ganz obviously ein Aussetzen von einer Spielmechanik ist, um eine Spielmechanik eben komplett zu umgehen. Hier in dem Fall ne, wird das ja nicht so gemacht wie bei denen. Was sagt ihr dazu? Ist halt, kann man halt sich drüber streiten. Ich habe Ja, ich das fand. einfach nur so als Joke gemeint. Mir ist es eigentlich egal, Ja. aber es kann man als clevere Ausnutzung der Spielmechanik benennen, aber ja, viele habe ich auch gesehen auf Twitter, haben das anders interpretiert. Ich meine, du trivialisierst Phase 1, die im Endeffekt, wenn man gut spielt, eh egal ist. Muss man ganz ehrlich sagen, aber ja. Also, ich hätte dann das einfach genauso gemacht, Ja, hätte nichts gemacht, aber ja. ich fand die Begründung auch ein bisschen, ja, weit hergeholt, würde ich sagen. Weil im Endeffekt, sie gehen halt mit dem Tank zu einer Position, die an sich, also an sich hätte ja nach hinten raus Wasser sein müssen, aber da war ja im Endeffekt einfach eine unsichtbare Wand, was die Plups gezwungen hat, auf einer Stelle zu stacken. Und im Endeffekt ist es ja auch nicht intended. Man kann halt jetzt damit argumentieren, der Tank muss ins Wasser springen, kriegt relativ viel Raid Damage, der dagegen geheilt werden muss, und man muss ja immer noch die Blubs töten. Inwieweit man jetzt wirklich das Blubs töten easier machen kann, ist halt dann hergeholt, weil man muss dazu halt wirklich auch sagen, du limitierst ja damit deinen Raid, dass keiner der Melees die Blubs mehr angreifen kann und im Endeffekt wirklich nur Hunter und Mages DPSen können auf die, ordentlich mit Ignite und Barrage etc. Und Danish Terrorist hat von den Leuten, mit denen ich geredet habe, haben mir auch gesagt, dass wenn einer oder zwei der Hunter oder der Mages mal eine Orb hatten, haben sie die Blubs auch kaum down bekommen, was ich ihnen auch glaube. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, ist cleverer Use von einer Game Mechanic, aber wenn Blizzard dann wirklich durchgreift mit dem Bann, hätten sie es da auch machen müssen, meiner Meinung. Also dann, ich sehe das jetzt nicht als weniger schlimm an, als wie bei Exorcist oder bei vom Scratch etc. Da war es vielleicht nur in der ersten Phase so, aber ja. ETC Dann halt, hätte ja. man einfach bei beiden wegbannen müssen. Ja, okay. Kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt, weil wir haben heute irgendwie das Talent, die Sachen länger zu diskutieren. Gerade der erste Punkt, der sich daraus ergeben hat. Aber sehr interessante Diskussion. Vielen Dank, keine Kritik an euch. Nur weil ihr ja auch alle immer nicht so viel Zeit habt. Nerfs am Trial of Valor. Blizzard hat die heute bekannt gegeben, was sie eben machen, um den Trial of Valor zu nerfen. Und ja, für Gilden eben zugänglicher zu machen, gerade im Mystic Mode. Wobei man auch sagen muss, dass auch der Heroic Mode dort noch ein bisschen schwerer ist, wenn man sich einfach mal so Killzahlen nimmt und die vergleicht von Emerald Nightmare und eben von Trial of Valor, sind die halt an den Stellen doch ein bisschen unterschiedlich, ja, signifikant unterschiedlich. Und da hat Blizzard jetzt mal eingegriffen und hat großzügig HP genervt, teilweise aber auch ein bisschen was an den Mechaniken gemacht. Was haltet ihr davon? Findet ihr das ein sinnvoller Zeitpunkt? Hätte Blizzard nicht oder eine andere Taktik wäre gewesen, einfach Emerald Knight, ach Quatsch, Nighthold ein bisschen später rauszubringen und dafür jetzt den Leuten noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, in Anführungsstrichen, auf dieser Stufe Trial of Valor zu machen. Jetzt sind natürlich von unseren Gästen hier zwei von drei, nee, drei von vier schon durch die Instanz durch, aber vielleicht gerade aus der Perspektive ist es doch auch mal ganz interessant. Und Kimo kann natürlich auch mal was sagen. Fangt ihr jetzt zum Beispiel mit Helia Progress an? Fangen wir aber doch mal mit Tekken an. Was sagst du dazu? Okay. Sorry, ich war gerade abgelehnt. War gerade abgelenkt, sorry. Kein Problem. Hast du meine Frage denn mitbekommen? Nee, ich Dann musste gerade fertig antwortet zuhören. einfach mal erst der Quincy, ja, und dann gucken wir. Da musst du mir aber helfen, ne? Ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ich weiß nichts von Nerfs. Wie? Die waren ja heute Nacht schon. Mensch, was bist du Okay, denn für okay. ein Was wird Mensch? genervt? Ich weiß nur, dass sie was nerven wollen. Haben wir Ein Helia Debuff genervt oder was weniger, anderes? ja, Helia, Ja, wir ein können das Debuff gerne nochmal weniger. durchgehen.
Lass es mal nacheinander machen. Die fährt's nicht. Also Odin zum Beispiel ist, okay, wenn wir das jetzt auf Deutsch vorlesen, ist für euch irritierend, für die Zuschauer eventuell nicht. Aber bei Odin haben sie erstmal Odins HP genervt um 10% und die von den beiden Ads um 20% jeweils. Die gehen außerdem wieder ein bisschen früher in Phase 2 hoch, bei 85% ihrer HP. Und die Speere machen 25% weniger Schaden in der letzten Phase an den Tanks. Und ich glaube, Zertrümmern ist wahrscheinlich hier, ich habe den Namen vergessen, das, wo, wenn man erwischt wird von der Kugel, oder? Wurde auch um 25% ja, der Damage genervt. Das ist jetzt bei Odin. Guam wurde nochmal um 10% genervt. Der grundsätzliche Schaden, der sowieso entsteht, wenn er rumcharged, wurde um 10% reduziert. Also nicht der, wenn man rein drin steht in dem Charge, sondern der, den man abkriegt, wenn er um einen herum in einem gewissen Umkreis halt, läuft. Und außerdem der initiale Schaden von Flamelick wurde um 5% genervt und bei Helya wurden von, wie sie zuerst sagten, diversen Kreaturen die AP genervt. Helya selbst ist um 10% genervt und viele andere auch. Nur eine, ein Mob ist um 20%, das weiß ich jetzt nicht gerade, aber roundabout 10% auch hier wieder. Und es gibt im Mystic Mode ein Debuff weniger. Also statt, ich glaube, 5 sind es nur 4. Ne? Und der durch diese Explosion davon verursachte Schaden wurde außerdem auch reduziert. Ja. Das ist das, was passiert ist. Ja, okay, also zum ersten Boss würde ich dann sagen, den fand ich einfach den Bossfight irgendwie viel zu lang. Mhm. Im Progress, so, also der ging zu lang, musste zu lang okay spielen. Ne? Die ersten zwei Phasen gingen zu lang und in der letzten Phase hatte ich das Gefühl, dass manchmal, wenn der Tank irgendwie nicht ordentlich CDs bekommen hat, dass der Tank einfach tot war. Also ich denke, das hilft vielen Gilden dann. Der Nerf zu dem Spear Damage, ja, der, wenn man im Wirbel steht, der Nerf ist egal, keine Ahnung. Aber ja, man macht die Phasen wahrscheinlich jetzt schneller und der letzte Phase ist auch einfacher, ist super. Guam, keine Ahnung, eigentlich, ja, der Flame Link wurde ein bisschen genervt, das ist eigentlich auch das einzig wirklich Kritische beim Boss. Wenn jemand, wenn du halt einen Healer hast, der nicht so krass reagiert, dann ist ja, sind die Targets halt tot, beziehungsweise der Spieler im besten Fall. Nur einer, ja, das ist auch ganz gut. Elja, 10% Nerf, klingt. Zwischenphase war ja immer das Problem, wenn du nicht gut genug Damage hast, musst du so eine Zwischenphase mehr spielen. Also eine Ad-Phase mehr. Doch, klingt dann auch machbar für viele Gilden und allgemein HP-Nerf. Letzte Phase nicht so lange geht und man schnell in der zweiten Phase ist. Klingt auf jeden Fall so, als könnten jetzt. Ach, der Grimelord war den Boss 15%. Töten. Nur der Grimelord? Ja, und die anderen 10. Ja, klingt auf. Ja, ich meine ja. Bei uns war immer im Progress das Problem, ja, hier 2% hat die Tentakel noch so und so. Also, ich finde das schon dann. Wahrscheinlich wird man, ich weiß nicht, wir gehen sogar morgen, glaube ich, raiden, ja? Ja, morgen raiden wir. Denke ich schon, dass das einfach so ein One-Shot-Boss wird. Mhm. Aber man muss ja trotzdem weiterhin durch Orbs. Was denkst du denn im Vergleich zu den anderen Gilden, die jetzt da halt momentan noch Progress gemacht haben? Findest du es gut, dass die es jetzt quasi easy kriegen? Ja. Oder hättest du gesagt, Mensch, hätte lieber Nighthold ein bisschen zurückgeschoben und dafür den Content noch nicht genervt? Super, dass sie es nerven, keine Ahnung. Ich finde es super, dass sie schnell Contents releasen. Im Grundlegenden finde ich es eigentlich super. Viele werden mir da widersprechen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass neuer Content schnell kommt. Ist halt ein bisschen schwerer dann für viele Casuals, die werden nicht direkt in die Content sehen, aber war ja früher nicht anders, in Black Temple waren auch nicht direkt alle drin, aber ja, finde ich auch gut, dass sie jetzt ein bisschen nerven, viele Leute werden jetzt die Bosse killen, ja. Ja, Kimo, du jetzt als Gilde, die quasi 2 von 3 Mystic down haben, was sagst du? Ja, ich finde das super, wir haben ja eh fangt jetzt dann wieder an. Probleme in P1 und P3, achso, ja. Keine Ahnung, da wir diesen Boss halt eh nicht ansatzweise progressen werden, ist mir eigentlich relativ egal, ob der genervt wird oder nicht. Keine Ahnung, wird natürlich für viele Leute gut sein, die jetzt nicht so viel Zeit haben, um diesen Boss durchzuprogressen, aber ja, schön für alle. Warum sie Odin nerven und Guam nochmal verstehe ich nicht so ganz, weil die Bosse waren eigentlich okay, Helya ist halt eine Wand, dass die genervt wurde, war klar. Wusstest du, dass wir am selben Abend Guam gekillt haben?
Nee. Sind wir Grum-Brüder? Quasi. Wir um 18.38 Uhr und ihr um 19.14 Uhr. Ja. Oh, oh. Soll ich dir einen Fun-Fact sagen? Nein. Also ja, ich weiß nicht, wollte ich sagen. Andersrum. Spender, ey. Nee, ich war gar nicht da an dem Abend, als wir die gekillt haben. Ich war mit der Familie essen. Ich immer auf Kimo rumhackt? Oh, ja. Ja, das stimmt. Auffällig. Das fällt vielen Leuten auf Party. Ja. Ne? Ich finde, da sollte man Kimo Erzfeind in den Chat gepostet werden. Ist schon. Ja, Gott. Ja. Okay. Ja, klasse Party. Freue ich mich aber, dass wir so nah beieinander sind. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr werdet, also offen gesagt, dachte ich, ihr werdet da weiter vorne gewesen, wie bei einem Udikill. Aber anscheinend war er auch bei Guam dann nicht mehr, oder wie? Oh! Nein. War jetzt eine ernsthafte Frage. War jetzt eine ernsthafte Frage. Wart ihr dann auch nachdem ihr gedacht habt, hell, ja, machen wir eh nicht mehr, wart ihr dann auch bei Guam nicht? Weil ich dachte jetzt, ihr habt quasi Odin und Guam gelegt. Also wir haben ultra rumgesackt bei Odin. Ja. Da haben wir, glaube ich, 2 Tage für gebraucht. Wir haben den Donnerstag erst gelegt, nachdem wir ihn Mittwoch irgendwie schon ein paar Mal irgendwie so auf 12% hatten, aber war halt die komplette Clown-Fiesta bei uns. Und dann haben wir schon mit diversen Leuten, sage ich mal, die etwas weiter sind, um jetzt Namen zu nennen, geredet. Und da wurde schon gesagt, dass Hell ja die absolute Wand ist, so wie man sich das vorstellt, wie man es vermutet hat. Und dann haben wir halt überlegt, wegen Guam, und es war relativ schnell, dass wir nicht den Skill haben wie Serenity und dass wir auch nicht andersweise den Damage haben wie die, und haben dann halt uns da eine große Gildeneinberufung gemacht und haben das halt dann ausdiskutiert, dass wir halt dann nicht progressen, und danach haben wir dann Guam sonntags mal gemacht. So. Ah, ja. Stündchen. Ja, habe ich mir schon gedacht, deswegen war ich jetzt so irritiert über die Sache, wollte ich nur mal geklärt haben. Ja, schauen wir mal. Ja, T-Kane. Achso, Patti, ich soll übrigens lieben Grüße vom, bevor ich es vergesse, vom Dex ausrichten. Vom Dex? Ja. Wieso? Kannst weitermachen. Alles klar. Schieß los, T-Kane. Wahrscheinlich ist er abgelenkt gewesen jetzt in dem Moment. Nein, ich bin da. Alles gut. Ja, also ich glaube, bei Odin. Die meisten Sachen, bis auf das HP und dass der Kampf ein bisschen zu lang war, sind, glaube ich, nicht so nötig gewesen. Also der Fight war, bis auf die Länge, war der nicht so schwer, fand ich. Die Tank-Mechanik ist halt ein bisschen komisch, dass einige Tanks extrem stark sind, andere, also du meinst quasi one-shotted werden von diesem Speer. Ja, Druide oder Monk ist schon deutlich stärker als der Rest. Guam ist okay, den haben sie vorher schon mal, um, als sie das mit den 2 Tanks eingeführt haben, um 5%, glaube ich, genervt. Ja. Ne? Ja. Ja, weiß ich nicht, also Guam sind so Mini-Nerfs irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, Flame Lick wird immer noch gut reinhauen und die Leute zerschießen, wenn das 2 gleichzeitig abkriegen. Komisch, oder, dass das oder 3 oder so. Sind da, oder? Ja, das ist, also das meiner Meinung nach macht das nicht genug aus. Und auch bei diesem Hin- und Her-Trampeln da, das macht sicherlich immer noch genug Schaden, dass du einen Raid-CD ziehen musst, und den musstest du vorher auch ziehen. Ja, das sind zum Beispiel. Weiß ich nicht, vielleicht wollten sie einfach nur irgendwas nerven, um den ein bisschen einfacher zu machen. Keine Ahnung. Und also bei Helia ist schon, das ist schon ein bisschen was genervt worden. Gerade die ganzen Prozente wird man schon merken, dass die ganzen Phasen deutlich schneller gehen und der Encounter dadurch ein gutes Stückchen einfacher wird. Mhm. Weil ich finde es gut, wird das Abfarmen dann leichter. Ja, natürlich. Ne? Wird vor allen Dingen auch Splitrates dort für euch wahrscheinlich leichter machen, falls ihr die da machen wollt. Ja, klar, das haben wir schon erzählt, dass Guam schon 10% Nerf bekommt. Das fällt natürlich auf dann in jedem Fall, nachdem sie den mit 2 Tanks gemacht haben, war ja aber wie gesagt auch schon ein bisschen einfacher irgendwie. Ja, wunderbar. Oder möchte Deepshades dazu noch was hinzusteuern? Oder Quincy hat schon was gesagt, naja. Wirklich, nee, erster, ne? Zweiter Boss. Nerfs hätte man nicht nerven müssen, aber ja, kann man machen. Dieser Boss ist wahrscheinlich
relativ gut für die Gilden, die jetzt derzeit dranhängen und einfach fertig sein wollen mit dem Progress, damit sie dann eine kleine Pause haben zu Nighthold. Hm. Gut von Blizzard gedacht. Ich hätte das vielleicht in Form eines Buffs gemacht, dass einfach der Raid 5% mehr HP und mehr Damage bekommt, wie damals bei Lich King. Dann könnten die Gilden den vielleicht auch ausschalten einfach und dann könnten sie halt auch einfach den Boss irgendwann ohne den Buff töten. Oder da gibt es ja auch das Achievement The Chosen One, dass keiner sterben darf, glaube ich, war es ja. Und dann hätte Blizzard vielleicht das Requirement machen. Nee, noch nicht. Wir haben bei Helia 2-3 Mal gewiped, glaube ich, die Woche. Aber dann hätte Blizzard das so machen können, dass halt, dass man den Debuff ausschalten kann oder den Buff, je nachdem 5% mehr HP und mehr Damage, sodass das Requirement für das Achievement ist, dass du es halt ohne diesen Buff machen musst. Dann wäre das vielleicht eine kleine Challenge für die eine oder andere Gilde gewesen, die sich daran hätte vielleicht versuchen wollen. War ja, glaube ich, relativ beliebt in Wrath of the Lich King damals mit Trial of the Crusader und ganzen Raids, die sowas eingebaut hatten. Aber ja, sonst nichts zu den Nerfs zu sagen. Okay, ja, weiter geht's mit einem von auf jeden Fall mal TKs und wahrscheinlich aber auch von euren anderen, von euch anderen Lieblingsthema, die Legendaries. Ich möchte mal, also zum einen, bevor wir uns in irgendeiner Form über die Beschaffung von Legendaries und den damit verbundenen Random-Faktor unterhalten, würde ich mich gerne mit euch zum einen über die Änderungen der Legendaries unterhalten und auch mit einer Idee, gerade für, ja, ich sag mal, Klassen, die mehrere Specs, beziehungsweise Leute, die mit einer Klasse mehrere Specs spielen wollen, was ja vor allen Dingen auf pure DPS-Klassen zutrifft, ne? Wenn zum Beispiel irgendwie alle Feuermagier jetzt, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die Specs sind, aber falls so wäre, dass die alle zum Beispiel Frosch spielen wollen würden, dann haben die ja nur Feuer, Legendary ist das, finde ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Design, meiner Meinung nach. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Blizzard an dieser Stelle zum Beispiel nicht diesen Set-Boni-Gedanken wieder ins Auge fasst. Also, dass Legendary sich halt verhalten wie die Set-Bonis, dass sie sich eben der Spec anpassen. Das würde mich mal interessieren, ob ihr das auch gut findet und eben die Änderungen, ob ihr dazu irgendwas habt. Ja, ich habe dreimal Magnum Opus bekommen, was ja rückblickend übrigens gar nicht so schlecht ist, an den Chat nochmal, weil da gibt es ja Team Sephiroth Secret und Team Magnum Opus quasi. Aber ja, Deep Shades, mach doch damit mal gleich weiter, wo wir dich gerade so wenig zu Wort kommen lassen haben. Na, was hast du zu Legendaries etc.? Erstmal habe ich einen Fun Fact. Ich habe heute nach 1200 Mythic Dungeons mein fünftes bekommen. Waren leider die heilenden Lags für Mail User. Da bedanke ich mich nochmal bei Blizzard ganz herzlich, dass ich immer noch nicht mein Best Legendary habe. Der Set-Gedanke war bei mir auch mal aufgekommen, auf jeden Fall, weil gerade mir ist. Zum Beispiel, bei mir ist das jetzt so ein Fall, Enhancer wird zwar noch relativ gut zur nächsten Patch, aber ich würde auch einfach gerne auf Elemental swappen können und einfach sagen können, ja, ich habe jetzt die zwei Legendaries an und wenn ich jetzt auf Elemental gehe, kann ich sie auch einfach tragen mit einem Useful Effekt. Das ist mir auch auf jeden Fall, also die Idee ist mir auch auf jeden Fall gekommen, die du gerade angesprochen hattest. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Ja, zumindest jetzt, wenn sie schon diesen Random-Faktor nicht ändern wollen, ne, zumindest dieses für die Klassen ein bisschen weniger Scheiße zu machen. Aber ja. Und sollten wir schon was zu den Buffs und Nerfs sagen? Ja, genau, gerne. Ich fand es relativ gut, dass sie eingesehen haben, dass manche Legendaries einfach zu stark waren und dass man sich einfach nicht über einen Zephyrus freuen konnte oder einen Prüders zum derzeitigen Standpunkt. Haben sie auch mit Brüders relativ gute Changes gemacht. Der Neck wird ja jetzt, glaube ich, so gut für jeden Tank Biss sein. So was ich mitbekommen habe. Ihr könnt mich auch gerne verbessern. Wobei dieser Rundumschlag bei den meisten Legendaries trotzdem fehl am Platz war, meiner Meinung nach, weil sie haben so gesehen einfach jedes Legendary ein bisschen genervt und im Endeffekt wird das bei fast keinen Klassen wirklich die Standings der Legendaries changen. Zum Beispiel haben sie ja bei den die zwei Warrior-Legendaries, die bis sind für Arms zum Beispiel, sind ja die Hände und der Ring. Der Ring erlaubt, dass man immer executen kann mit einem Proc, egal bei welcher
HP vom Enemy. Und die Hände sind, dass die Immortal Strike, glaube ich, 8 bis 10 Rage gibt. Oder 10 Rage derzeit gibt. 10 Rage. Und jetzt haben sie es auf 8 genervt bei den Händen. Zum Beispiel. Und im Endeffekt, was jetzt gechanged wurde, ist, dass die Klasse nicht mehr das Potenzial hat, den Damage zu machen, wie sie es jetzt hat. Aber es hat nicht gechanged, dass diese zwei Items immer noch Biss sind. Genauso wie für mich auch immer noch mein Ring und meine Chest für mehrere Tage zum Beispiel Biss sind. Und deswegen finde ich, die Änderung an den Legendaries waren ein Fehler. Hätten sie nicht überhastet sein sollen. Meiner Meinung nach, das beste temporäre Ergebnis wäre gewesen, sie deaktivieren den Effekt in Nighthold für den ersten Monat, die ersten zwei Monate. Ist immer noch ein schöner Statstick mit 910er Item Level und ein bisschen mehr Agility, ein bisschen mehr Mastery, was auch immer. Und hätten dann halt wirklich alle Legendaries remodeled in ein Utility Design, wie Cephus, wie Prydas, dass man sich auch auf solche Legendaries freuen kann, weil sie sind an sich nicht schlecht. Sie sind einfach nur schlecht im Vergleich zu anderen Legendaries. Und das wäre mein Vorschlag gewesen. Und ich bin auch kein Fan, dass sie neue Legendaries mit einbringen. Ich glaube, die kommen ja auch schon im nächsten Patch. Ich könnte mich auch vertun. Und ich meine, derzeit war ja so, das Cap weiß man ja irgendwie 4. Ich habe es ja gerade gesagt, ich habe jetzt nach 1200 Dungeon mein 5. bekommen, bin auch bald dann mit meiner Waffe. Das bedeutet, ich werde kaum noch Zeit auf meine Main verbringen. Das bedeutet, die Chance, dass ich ein weiteres Legendary bekomme, ist relativ klein. Und dass sie jetzt noch mehr Legendaries einfügen, ist meiner Meinung nach ein Fehler. Weil Klassen, die jetzt vielleicht ein neues Biss Legendary bekommen, wollen jetzt derzeit Bad Luck Protection aufbauen und hoffen, dass sie einfach kein Legendary bekommen. Und generell, die Leute wollen ja im Endeffekt irgendwann mal alle Legendaries haben und jetzt hast du ja 9 oder 10 sogar. Und ich meine, die meisten Leute haben ja nicht mal ihr 3., ihr 4. Deswegen sehe ich die ganzen Legendary Changes eher fehl am Platz, wie gesagt. Okay. Ja, TK, möchtest du gleich antworten? Also ich glaube, das, was Deep Jets gesagt hat, wäre tatsächlich das Beste, dass du einfach einen Stat-Stick hast im Progress. Und sie haben auch gesagt, dass die Dinger mal nicht funktionieren sollen, haben dann wieder zurückgerudert, weil das hat ja keinen Effekt auf den Progress. jetzt so ein bisschen halbherzig da hin und her zu balancen, ist besser als gar nichts zu machen, aber bei manchen Klassen machen sie dann die Klasse kaputt, weil die nur mit Legendaries funktioniert hat. Bei einigen haben sie noch gar nichts geändert oder die falschen Legendaries geändert und die OP sind immer noch gut. Glaubst du, da kommt und ich noch bezweifle was? Ich bezweifle so ein bisschen, dass da jetzt über Weihnachten die Feiertage noch was kommt. Entweder das ist schon fertig und halt nur noch nicht released. Wobei ich sagen würde, das wäre auch doof, weil dann kriegt man jetzt nicht die Kritik über oder das Feedback über Weihnachten, Silvester, wo halt viele Leute sich ja auch mal Zeit haben, sich das anzugucken. Von daher gehe ich davon aus, das ist nicht fertig und das ist wahrscheinlich erstmal das, was kommt. Und ich weiß es nicht, ob sie immer noch vorhaben, 715 vor Nighthold rauszubringen. Glaubst du, dass nach Nighthold kommt ich nicht? Naja, das wäre ja dann quasi nur, also direkt Anfang Januar und ja. Weiß ich nicht, also ich fände es ein bisschen zu kurz, aber in der Woche danach damit. Möglich, dass das passiert, ja, aber mal gucken. Was sagst du denn hier, für welche Tankklassen ist deiner Meinung nach Prydas als Biss? Prydas ist das Snack, das ja? Ist, ja. Wo er gerade von spricht. Der Jonas hat's gelootet, ja Mann! Jetzt hält Xervo. Habt ihr Dingsbums getroffen, den letzten PTR-Test mitgemacht, die kennen? Ja, haben wir. Das Neck grundsätzlich kommt immer auf den Fight an, aber das ist auf jeden Fall schon deutlich besser, als es vorher war. Also die, ich glaube, es sind 25% mittlerweile, ne, die man Max-HP bekommt. Als Schild sind auf jeden Fall nicht schlecht und man hat nicht aber mehr diesen 5-Sekunden-Timer. Sondern man kriegt es quasi alle 30 Sekunden und kann damit dann rechnen. Ist natürlich auf einem Bären deutlich übertriebener als auf irgendwie einem Demon-Hunter oder so, der gefühlt mit der Hälfte des Lebens dann dasteht. Das wollte ich gerade ansprechen. Also aber das ist sowieso so ein Balancing, was bei den Dingern, die halt übergreifend über mehrere Specs sind, beim einen ist es dann richtig OP und beim anderen ist es halt mehr so semi-gut, ne?
Also auf dem PTR bei Gul'dan war das Snake halt übertrieben krass, es hat 25% vom Gesamttier vom Guardian ausgemacht. Einfach so. War halt richtig krass. Hatte da zwischendurch irgendwelche 3 Millionen Absorbschild auf sich drauf. Mhm. Ne? Also, da ist das Snake dann schon wieder so gut. Ich finde generell aus China. Also sie haben es danach ja auch nochmal genervt, Kim. Nach dem Patch. Ja, ich weiß. Ich finde aber generell, um da mal so eine bisschen eine Lanze dafür zu brechen, weil alle heulen ja immer rum, die Idee ist halt, wegen, ja, ich habe jetzt nicht den Bissring bekommen und so weiter und so fort. Ich finde weder Snake noch zum Beispiel die Hosen und so weiter, alles gar nicht so scheiße aus Healer-Sicht. Also alleine das Snake finde ich eigentlich recht gut. Das gibt dir, gerade weil es jetzt mal gemacht wird, so viel Survivability bei DDs, gerade im Progress, wo du halt nicht irgendwie das übertrieben den großen HP-Pool hast und so weiter. Und finde ich, ist das Snake eigentlich ziemlich gut. Ich verstehe auch nicht, warum da alle immer so ultra mad sind bei diesem Item. Klar, es gibt euch nicht den Mega-Damage-Buff, aber Survivability finde ich immer wichtiger als irgendwie den Mega-DPS-Support, solange du es nicht brauchst. Nur, dass der Encounter nicht darauf gebalanced ist, dass du die Survivability brauchst. Von da aus. Kommt immer auf die Situation drauf an. Finde ich. Keine Ahnung, es gibt genug Situationen, wo Leute dann irgendwie mit 200, 300k Overkill gestorben sind und mit diesen Necks einfach überlebt hätten. Ja, weil sie schlecht gespielt haben. Richtig, weil sie halt was falsch gemacht haben. Ja, aber es ist nun mal so, dass Leute halt im Progress Sachen falsch machen und es kommt halt einfach hinzu. Und wer rettet die Leute dann? Der Healer. Und von daher finde ich aus vieler Sicht gar nicht so schlecht, das Mac. Ich meine, ich gebe Kimo schon recht, was er meint, so gesehen. In den meisten Gilden kann man ja davon ausgehen, oder selbst bei uns kann man ja davon ausgehen, dass Leute gerade im Progress, wenn sie den Boss das erste Mal sehen, Fehler machen. Und dann können so Legendaries natürlich auch dir einfach mal das Leben retten, dass du dann doch nicht mit 50k Overkill stirbst. Aber ja. Also ich rede ja auch vor allem von der Allgemeinheit jetzt nicht. Ich beziehe das Ganze, was ich sage, nicht mehr auf die Top-Spieler, weil ich da. Ja, aber selbst nicht mehr da zuzähle. Kann man es darauf beziehen. Aber ich mein, ja, aber generell, ich beziehe es nicht darauf. Ja, aber ich verstehe den Punkt. Top-Spielern und von daher so auf die Allgemeinheit bezogen finde ich das ganz gut. Ja. Okay. Was meint Quincy dazu? Zu den Legendaries? Ja. Gibt's da noch was? Am Anfang des Addons habe ich immer gesagt, scheißt auf die DPS Legendaries, ich will einen Brüders und meinen Survival-Kopf haben für Survivability. Hab auch die beiden, muss ich sagen. Ich habe keinen DPS Legendary, ich habe gar nichts davon. Ja. Find's halt ein bisschen schade, dass man nicht in die Richtung gehen kann, dass man irgendwie fix irgendwann Legendary hat, was man haben möchte. Dass man es halt nicht konkret farmen kann, ne? Ja, genau, das sorgt manchmal so ein bisschen für Frustration. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel 100 Sachen in Dungeons so ich gemacht habe. Ich habe einfach immer noch 3 Legendaries. Alle 3 sind komplett, kann ich auch dissen eigentlich. Wenn ich halt zum Beispiel mir die Nerfs angucke, ja, schön und gut. Deepshits hat es auch gesagt, genau das ist es. Die werden einfach in den Standings nicht geändert. Als Marksman Hunter brauchst du trotzdem den Belt und die Boots kannst dann bei Worm 3x CDs ziehen anstatt 2x. Jeder weiß, wie schlecht, also jeder gute Spieler weiß, wie schlecht Marksman Hunter bei Single Target ist. Marksman Hunter kannst du ohne die Legendaries komplett knicken. Und dann war Guam, muss ich beispielsweise im Progress auf meinen Retailong, weil mein Hunter einfach komplett Müll war. Der war halt nicht zu gebrauchen, einfach. Ja. Und der Bell zum Beispiel bei Helja, du machst Zeit, wenn das dich ja, durch diese 6 Ätzen haust, dann kommen die 2 Millionen Aimshots durch. Muss man auch nicht viel sagen, dass die Legendaries sehr viel Nischenpotenzial haben, die guten Legendaries. Und ja, mein Kopf, ich drücke Fan Death und krieg 20% Heal. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann ja nicht da liegen bleiben und mich gegenringen. Das dann auch mal so sehen. Kann ja auch noch gar gehen. Ich weiß noch damals, jedes Legendary, das man bekommen hat, da haben wir einfach gesagt, einfach eins weniger, dass man looten muss. Bis, ja, bis genau. TOV, bis Nightmold hat man eh alle, wenn man mit dem Pace weitermacht. Im Endeffekt, oh ja, gibt keinen Softcap. Oh ja, haben das Softcap jetzt removed, können wieder anfangen, Legendaries zu farmen. So. Hat also, schon alle 8. Die Nerfs sind zwar. Ja, genau, die Nerfs sind zwar okay für die Leute, die die Legendaries nicht haben. Macht die Legendaries ein bisschen schwächer teilweise, aber sind trotzdem sehr stark und die Leute, die wirklich competitive spielen und so, sind schon so ein bisschen auf die Dinge angewiesen.
Sagen, irgend so ein Eugen, der nicht spielen kann, macht halt mehr Damage, weil er die Legendaries hat, ne? Und das Problem ist nicht mal, dass es so ein Softcap gab, finde ich, und dass sie das aufgelöst haben. Das große Problem ist, dass die Chance, eins zu bekommen, einfach, sobald du eine bestimmte Menge bekommen hast, einfach quasi nicht mehr existiert. Also, was du machen musst, um dein fünftes und dann irgendwann dein sechstes zu bekommen, ist ja so absurd. Ich weiß gar nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, mein viertes war damals unser erster Recall von Emerald Nightmare. Ich weiß wirklich leider nicht mehr, wann Emerald Nightmare geklärt wurde. Würde, glaube ich, jetzt auch schon 2 Monate her sein. Wenn meine Uhr nicht komplett falsch tickt im Kopf. Und ja, wie gesagt, heute habe ich dann mein fünftes gelootet. Also kann man sich ja ungefähr ausrechnen, bei jemandem, der so viel spielt wie ich, wie lange das mich jetzt wirklich gekostet hat. Ja, wie Und ja, gesagt. ich glaube, ist einfach wirklich so frustrierend. Wir haben auch zum Beispiel einen Hunter, der hat beide bis Legendaries, einen Hunter, der hat keine. Und ja, die Differenz zwischen den beiden ist einfach so groß. Aber ich habe mit meinem Druiden zum Beispiel auch ähnlich viele Mystic Plus wie mit meinem Demon Hunter gemacht. Der eine hat 4 Legendaries, der andere 2. Ne? Das ist halt auch da random. Ich meine, ne, du hast dein viertes erst irgendwie nach 400 Mystic Plus ja auch bekommen. Ich hatte halt 4 Stück nach 150. Das ist da halt ein kleiner Unterschied. Also mit dem Demon Hunter jetzt habe ich 4 nach 150 gehabt und einen Druiden habe ich jetzt irgendwann letztlich erst das zweite bekommen nach derselben Menge. Das ist halt natürlich dann auch nochmal super random irgendwie, ne? Die Sache ist auch einfach, wenn meine ersten beiden schon die Abyss Legendaries sind, gibt es ja genügend Leute, die das Ja. Glück hatten. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich freue mich für die, aber glückliche Spieler, ja, können froh sein. Die Sache ist einfach zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe jetzt 5, die Chance auf mein sechstes sind relativ gering, haben noch 1 Monat zu Nighthold und ich habe jetzt Besseres zu tun, als weiterhin auf meinem Main Legendaries zu sammeln. Und ich meine, natürlich werde ich weiterhin, das ist zum Beispiel auch ein kleiner Tipp an die ganzen Leute, die meisten Leute sollten mal versuchen, auch LFR, Normal Mode und Heroic zu machen. Ich glaube, es pusht auch signifikant die Bad Luck Protection, kann natürlich auch einfach nur ein Gerücht sein, aber hatten jetzt schon mehrere Fälle, wo es einfach geholfen hat und die speziellen Leute, die das wirklich Woche für Woche machen, waren da ein bisschen mehr lucky. Und wie gesagt, ich werde das auch weiterführen auf meine Main, dass ich da die ganzen Raids abklapper jede Woche. Aber ich kann sie halt einfach nicht mehr mit M Plus stacken, weil ich einfach auf Alts loggen muss und da Trades sammle und Ja. ich möchte auch jetzt ein bisschen weniger spielen die Tage. Ich meine, jetzt kommt auch Weihnachten, etc. Und dann ist man dann einfach in so einem Pinch, dass ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Ich muss immer noch mein Legendary looten. Ich spiele glücklicherweise Enhancement Shaman, da macht das beste Legendary jetzt nicht so viel aus wie bei anderen Klassen, die besten Legendaries, aber man will es trotzdem immer noch haben, gerade als World First Guild und da muss ich halt wirklich überlegen, was für mich der beste Schritt ist, jetzt zu machen. Okay. Ja, gibt's sonst noch Meinungen dazu? Also, dass man, wenn man sein Artefakt voll hat, noch nicht mal in die Nähe von 8 Legendaries kommt, geschweige denn daran denken kann, vielleicht mal auf einen anderen Spec umzustellen und da mal ein Legendary zu bekommen, ist halt, ja, ein bisschen fehldesignt. Gibt ja bald dann, wie gesagt, noch 10. Wobei ich sagen muss, die 10 sind wahrscheinlich was schon Ewigkeiten geplant gewesen ist und Ja. was halt einfach Content war, der, ich sag mal, fertig programmiert war, fertig implementiert war, der jetzt halt einfach reingeschoben wird, wo sie sagen, entweder wir schmeißen es weg oder wir geben es denen, dann können wir es denen auch einfach so geben. Das Trinket ist ja auch schön. Aber wenn man es gezielt bekommt, auf jeden Fall, ja. Ja. Gut. Ich Du spielst doch gar denke. nicht in der World First Gilde. Na, was ist denn hier los? Ja. Wie? Berechtigter Kommentar, ja. Aber vielleicht Ich hab ändert sich natürlich das ja. mitgemacht. Ja, für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, es war nur Ja, darauf ja, ja. bezogen, dass wir darauf pushen. Ich weiß schon. Aber ich Ja, fand's trotzdem aber lustig, den der eine Kommentar. oder andere. Ja. Ja, was erwartet ihr von Nighthold? Ihr habt gerade schon einiges gesagt. Und wir haben uns über Trial und Emerald Nightmare unterhalten, was dort eben der Fall war, dass eben Trial sehr stark für einige Leute overtuned, beziehungsweise genau richtig getuned war und Emerald Nightmare eben ein Witz.
Was erwartet ihr jetzt von Nighthold im Gegenzug? Deep Shades. Mehr Content wie in Trial of Valor ETC? Ich musste nur irgendwas suchen, womit ich jetzt ETC einbringen konnte, damit du nicht der Einzige bist, der sehr oft ETC sagt. Also, lass dich doch mal nicht stören. Ich weiß auch gar nicht, was heute los ist. Sag's einfach. Ich find's sage. Aber ich find's einfach ich habe die Frage jetzt nicht komplett verstanden. Ach so. Also, was hast du von Trial of Nighthold erwartest? Wie schwer wird's? Was sind so Bosse, auf die du dich freust, weil du sie getestet hast, wenn du dich überhaupt noch dran erinnerst? Ist ja schon ein bisschen länger her. Bei einigen, beziehungsweise HC war die wahrscheinlich drin, nehme ich mal stark an. Was sind so Bosse, auf die du überhaupt keinen Bock hast, weil sie so der richtige Abfuck sind? Ja, so in die Richtung. Generell bin ich sehr auf Nighthold gespannt und ich freue mich wirklich drauf, Nighthold zu progressen. Kommt mir ein bisschen wie Hellfire Citadelle, ja, Höllenfeuer Citadelle vor. Mit der Anzahl an Bossen und generell, wie die Bosse gestaffelt sind. Und ja, ich versuche jetzt gerade nicht, die drei magischen Buchstaben auszusprechen. ETC? Ja, also freuen tue ich mich auf jeden Fall so gesehen auf alle Bosse, außer die ersten zwei vielleicht. Scorpyron und Chronomatic Anomalie haben es mir jetzt nicht angetan. Aber Grand Magistrix, Star Augur, Etreos, High Botanist, Aluriel oder auch der gute Kuchenboss, der gute Triliax. Ich muss ehrlich sagen, wir haben alle wirklich sehr viel Spaß gemacht auf der Beta bzw. auf den PTR-Tests. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn sie das Tuning nicht verkacken, dass du da halt wirklich irgendwie so 4-5 Bosse hast, die dem Schwierigkeitsgrad von Xul'Horak entsprechen, aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Und gerade auch Gul'dan, die Plattform, auf der man Gul'dan bespielt, hat mir sehr gut gefallen. Und wenn sie da wieder eine Mythic-Only-Phase reinballern, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein heroischer Raid wird, ja. Ein epischer Raid, majestätischer, was auch immer man sagen möchte. Also optisch auf die jeden Fall auch gerecht wird. Die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß auf Nighthold. Ne? Ja, dem Quincy, ja. Aber Nighthold, da bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr zu progressen. Ja. Was sagen die anderen dazu? Wer mag als Erste? TK, der hat sich gerade entmutet. Also ich muss sagen, ich freue mich auch einigermaßen auf den neuen Raid, weil das ja wahrscheinlich so so der erste richtige, vernünftige Raid ist, wo wahrscheinlich alle mit einigermaßen gleichen Voraussetzungen reingehen. Wote Lenny for Playbrator Kappa. Länger als jetzt Trial of Valor und damit ein bisschen besser und wie Deep Shades schon sagte, bis auf so die ersten 2, 3, 4 Bosse oder so, die wahrscheinlich einfach umfallen werden, sahen die restlichen schon gar nicht so schlecht aus auf dem PTR und gerade die letzten Bosse werden hoffentlich doch auch durchaus gut getuned sein. Ja, übrigens habe ich gerade so ein bisschen komisch geguckt, falls sich da jemand irritiert gefühlt hat. Ich hatte vermieden, während des Raid Talks bisher mir Fußballergebnisse anzuschauen und habe das gerade gemacht. Ja, und daher mein Gesichtsausdruck hatte nichts mit dem zu tun, was Deep jetzt gesagt hat. Das heißt, Schalke hat verloren? Ja. Überraschung. 2-1 gegen Hamburg, ey. Mann. Ja, egal, sorry, da bin ich jetzt echt durch rausgebracht worden. Wie schaut's bei dir aus, Quincy? Ja. Also, ich habe ja WoW wieder angefangen, Ziel auf The Tale of Fate zu dran, was ich ja auch instant gemacht habe. Ich freue mich auf den Progress besonders, weil ich mit den 20 Leuten zusammenreden kann, bei denen ich so sein kann, wie ich bin. So akzeptieren, meine schwierige Art akzeptieren und weil wir die besten Spieler in Deutschland in der Gilde haben und das auch wieder im nächsten Progress zeigen werden. Ich finde schön, dass du das so sagst, meine schwierige Art akzeptieren. Wie bist du denn? Ja, ich rage halt sehr oft, aber hier kann ich halt so sein, wie ich auch wirklich bin. Wie bist du denn wirklich? Das sind so viele Vorlagen, ne?
Okay, wir werden da nochmal eine Extra-Sendung machen, in der Quincy auspackt. So bin ich wirklich. Home Story. Und da gibt's einiges, sage ich euch. Nein, keine Ahnung. Okay. Ja, keine Ahnung. Mir macht's halt seit Ewigkeiten wieder richtig Spaß zu raiden und jetzt wurde ich noch nicht aus der Gilde gekickt, also ist alles fein. Ja, ihr habt jetzt übrigens auch für uns ein bisschen gearbeitet, habe ich gesehen. Den Mate hier, wie heißt er gleich? Dr. J. Fisto? Jesus, World First AP Mate oder was gerade in seinem Stream-Topic steht. Raute 1 hat C-Logs auf Helia. Ja, richtig, also genau. Mit Jesus habe ich damals. Ist von der vom Server weg und damit seine Gilde, was ziemlich cool ist, weil. Wow, Vanyan will wieder das Gilden zerstört werden, geil. Ja. Ich habe früher mit Jesus mal in ihrer OD gespielt. Ist ja schon eine Weile her, aber da kenne ich ihn halt. Der ist jetzt auch bei uns in der Gilde, ja, was auch wahrscheinlich eine Ergänzung für unseren Raid-Roster ist, weil wir gar keine Trials haben und auch nur einen 22-Mann-Raid-Roster derzeit. Deswegen waren wir bis vor sehr kurzer Zeit auf der Suche nach einem neuen Heiler und ein, zwei Ranged-DDs. Suchen auch vielleicht noch einen DD in der Gilde, aber. Wir bräuchten übrigens einen Shadow Priest, wo wir schon dabei sind. Ja, also wer einen Shadow Priest mit Doppel-Biss Legendary hat, der 54 Trades hat und sehr gut WoW spielt, die Chancen sind zwar nicht gegeben, aber die können sich gerne bewerben. Ich meine, das war eine Menge an Voraussetzungen. Ja, vor allem, da die Chancen nicht gegeben sind. 54 Trades, gut spielen. Legendaries. Und trotzdem hast du keine Chance. Aber kann sich bewerben. Doch, dann haben wir eine Chance. Ich spiele den Charter. Ja, interessant. So, und die sucht auch noch ein paar Codes, die man nach Hause legen kann. Du weißt ja, man kann mit 7.1.5 Instant Chars auf 20 Knowledge boosten. Ja, meine Eule macht ein Comeback, Jungs. Das soll ich. 106 ist sie. Hol dir einfach einen neuen Priest oder mehrere Priests, genau. Am besten direkt und guck, mit wem du das coolste Legendary bekommst. Sounds like a plan, oder? Ja, das klingt gut. Ah, und Master Lenny verkaufte seinen Shadow, hat er gerade gesagt. Ja. Ich hab halt so einen Trick verfolgt, wurde mir gezeigt, jemand war 110 am ersten Tag, hat 3 Monate nicht eingeloggt, kam online, hat 3 Legendaries, ja, ich hab... beide Bisslandes gemacht. Ach, der Typ mit den 2 Bisslandes. Ich dachte, ich verfolge diesen Trick auch, aber irgendwie hat das bei meinem zweiten Hunter nicht geklappt. Ärgerlich irgendwie. Ich hab letztens mit meinem DK, mach ich einmal die Woche irgendwelche Instanzen. DK Tank, ihr wisst schon. Und der hat letztens auch ein Legendary gedroppt. Im ersten Moment, kurz als ich das Orange gesehen habe, habe ich mich gefreut. Dann sah ich, dass es ja für Secret ist. Und dachte, naja. Ich meine, gut, er hat dazu, wie 3 meiner anderen Chars hier, Brüders, ne? Was für die okay ist, weil sie sind ja Tanks. Der einzige, der es nicht hat, ist übrigens mein Druide, ja. Ihr kennt die Ironie an der Stelle. Egal, nicht über Legendaries reden, die machen mich immer so böse. Reden wir weiter mit, was für einen Punkt waren wir jetzt gerade? Ach ja, Recruiting war, glaube ich, gerade, ne? Nein. Damit hat der gute Quincy nur angefangen. Erwartung an Nighthold, hatte jemand, Krimo hat seine noch nicht mit uns geteilt, ne? Meine Erwartung oder wie ich die Würfe fand? Beides, sehr beides. Ist ja, gehört dazu den Erwartungen. Worauf freust du dich von den Bossen her? Und das sind ja quasi dann deine Erwartungen, könnte man sagen. Am meisten freue ich mich auf Rydan. Oh. Dieser Boss hat unglaublich viel Potenzial in meinen Augen. Yep. Also da kann man, also das, was man auf HC gesehen hat, wir sind in Anführungszeichen auch recht weit gekommen für unsere Verhältnisse. Was man da gesehen hat, war halt echt sick. Irgendwie gefühlt die Hälfte aller WoW-Bosse und Mobs, die es jemals gab, spielen da irgendwie mit. Keine Ahnung, da kommt unser lieber Fellow Zakun, kam da angelaufen. Wow, voll der Spoiler hier. Lass dir doch selber progressen. Das ist Kimo aufgefallen, dass er gespoilert hat. Jetzt hättest du gleich noch gesagt, wer sonst noch da kommt. Ich wollte das nur mal unterbinden an der Stelle. Das ist, wenn du den Boss Puls kommst, ja. Dann kommt der Zakun. Das war Fellow Zakun. Soweit kam man nicht. Ja. Was? War das nicht einfach irgendein random Fellow? Ja, halt vom Moll genau. Der wo man angeblich immer wieder diesen Tank-Cooldown braucht, oder?
Meinst du, oder was? Ja, ich weiß, was du meinst, wenn denn... Also, ja, den man da nachdem kriegt. Ihr jetzt hier so reingeschrien habt, Spoiler, das ist der erste Mob, der angerannt kommt. Nein, ernsthaft, ist das wirklich Fellow Zakun? Nein, der sieht genauso aus. Nein, danke, das sind andere Mobs. Ja, er sieht halt genauso aus vom Model. Ja, das sind alle Fellow so aus. Tank hast du da gespielt, TKM? Mit einem Bären. Ist man da gestorben bei der Attacke, wenn er die gemacht hat? Nein. Impact Liner wurde jetzt schon gespielt. War als Monk auch nicht. Ich habe den als Monk gespielt und verstehe gar nicht, warum die Leute immer gesagt haben, oder in dem Genre steht, dass man da stirbt. Ich weiß nicht, ob man da als andere Tank-Klasse stirbt, aber die beiden Klassen habe ich mir schon gedacht, dass die halt nicht sterben. Wusste gar nicht, dass der Monk ein Problem sein sollte. Der Monk? Achso, egal, weiter, Kimo. Sorry, wir haben dich unterbrochen. Du wolltest gerade wen spoilern. Gul'dan in a nutshell? Okay, da klicke ich drauf. Ja, weil jetzt hier alle weil er sich irgendwas gespoilert hätte. Ja, keine Ahnung. Nein. Er hat mich gespoilert. Ich dachte, der kommt irgendwann später, weil das hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Nein! Ja, aber das ist nicht Bringt ihn... Ja, aber so, er sieht vom Model so aus. Genauso wie halt also der das Model aus World of the Wardens da angerückt kommt mit dem der einen in den Käfig packt da. Und was war der dritte Mob noch? Das war, glaube ich, die Mobs aus Arque, die diese Laseraugen spawnen lassen, so. Mhm. Und, ja, das alles zu handeln, sah schon nach einer Menge Arbeit auf. Sieht natürlich dann visuell auch ziemlich gut aus, wie dann halt da der Raum in die Luft fliegt und so weiter. Also ich glaube, der Boss hat ziemlich viel Potenzial, da kann man echt eine Menge draus machen. Ansonsten fand ich persönlich ganz lustig den, weiß ich nicht mehr seinen Namen, den Boss mit den Kugeln, wo man einmal die Kuppel hat mit der langsamen Zeitkrümmung und die mit der schnellen Zeitkrümmung. Wie heißt der nochmal? Weißt du das? Chronomatic Anomaly. Ja. Genau, den fand ich ganz lustig. Boah, ich als Druide finde den halt klasse. Die Babys haben geweint. Kannst durchblinken, ne? Boah, es haben so viele Leute, die fanden den richtig kacke. Ja, du kannst durchblinken als Druide. Ja, das ist der Grund, weil ich als Druide halt durchblinken kann. So, mir ist es halt egal, wann die Kugeln kommen und wie. Ich blick einfach durch und die anderen haben halt da gut gekotzt. Ansonsten den Kuchenboss fand ich noch ganz gut. Ich hoffe, den Skorpion haben sie, das ist glaube ich der erste Boss, den haben sie noch ein bisschen angepasst. Der war wirklich sehr, sehr einfach, den haben wir auch gelegt auf Mystic. Wobei halt ist halt der erste Boss, aber da könnte man halt noch was mehr draus machen. Ansonsten Erwartungen für Nighthold, also meine Erwartungen persönlich, für mich mit meiner Gilde sind relativ hoch, weil wir uns halt ja wirklich exzessiv darauf vorbereiten auf diesen Content. Ich möchte gerne wieder in den Top 5 in Deutschland landen. Das ist so mein persönliches Ziel, auch das Gildenziel. Ob wir das jetzt schaffen oder nicht, keine Ahnung. Sehen wir dann, aber ich freue mich auf den ersten Content. Das Addon finde ich mega geil. So generell bisher, auch wenn jetzt vielleicht der erste Content nicht ganz so geil war. Aber ich finde, Blizzard ist auf einem richtig guten Weg. Ich finde das mit dem Mystic Plus und so alles gar nicht so tragisch. Ich mach's gerne. Und ja, freue mich halt auf Nighthold. Okay. Hat hier jemand jetzt noch nicht seine Erwartung an Nighthold geteilt und möchte das noch tun? Nicht. Das ist schön. So kommen wir vielleicht auch nochmal durch. Ja, ich würde sagen, den Gul'dan-Kampf haben wir jetzt gerade kurz gespoilert. Wir lassen das einfach mal raus. In Anbetracht der Zeit, die wir schon verblabbert haben. Was sind so eure Meinungen zum Klassenbalance? Was ist so das, wo ihr sagt, what the fuck, Blizzard? Als Hunter vielleicht kann man dazu was sagen. Ich weiß nicht genau. Oder Tekken hat sich auch gerade entmutet. Möchte vielleicht für die Tanks noch was dazu sagen. Was gibt es so zum Klassenbalance, wo ihr sagt, entweder das hat Blizzard total versaut, weil sie irgendeine Klasse geändert haben und die ist jetzt kacke. Oder wo hat Blizzard versagt, etwas zu machen? Ja? Das wäre ganz interessant. Die Frage an euch, die Klassen habt ihr einige, habt ihr getestet in dem PTR Heroic-Test, schätze ich mal. Nighthold war ja lange auf und ich glaube, da habt ihr einiges auch getestet. Da könnt ihr vielleicht was zu sagen. Würde mich mal interessieren, auch nicht unbedingt, was ihr nur selber gespielt habt, sondern vielleicht auch, was ihr gehört habt, was jetzt noch ziemlich gut ist. Wie zum Beispiel der Shadow da und ne, solche Sachen halt. Also ganz ehrlich, von dem, was ich so gehört und gesehen habe, das Klassenbalancing ist zurzeit nicht besser geworden als das, was es jetzt auf dem Live-Server ist. Und gerade bei Tanks, muss ich sagen, kristallisiert sich immer mehr so eine Drei-Klassen-Gesellschaft raus. Also für den nächsten Raid.
Der Druide, der Bär und der Paladin werden sich. Druide, Bär und Paladin. Du meinst den Monk, oder? Nein, der Druide, also quasi der Bär und der Paladin, die werden schon so die beiden besten Tanks sein. Und dann hast du den Krieger, der sicher okay ist und die meisten Aufgaben auch schon vernünftig machen kann. Hast den Monk, der auch ganz okay ist und in einigen Situationen, so Beispiel Odins Speer, dann Abilities quasi komplett rausnehmen kann. Und dann hast du zwei Tanks, die irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, da überhaupt nicht mitkommen können und mithalten können und auch gar nicht rankommen. Und ja, sie haben da so ein bisschen versucht, was dran zu ändern und mögen da so ein bisschen hin und her schrauben, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie nicht verstehen, was da die Probleme sind bei den zwei Tanks oder warum sie die nicht irgendwie in eine Richtung bringen, die vernünftiger ist, aber ja, das Balancing bei den Tanks, also zumindest auf hohem Niveau, ist halt nicht gegeben. Auch wenn man nicht auf hohem Niveau spielt, ist das relativ egal und dann sind Tanks schon einigermaßen gebalanced, aber es gibt doch schon noch relativ große Unterschiede da, zumindest auf unserem Niveau. Was sagen da die anderen zu? Habt ihr da, ich weiß, ihr spielt alle keine Tanks, aber vielleicht habt ihr dazu Meinung von euren Tanks gehört, keine Ahnung, was willst du Rootback spielen? Ja. Ne? Ja, Guardian ist die komplette Maschine. Ich kann das halt auch daher gut beurteilen, weil ich halt alle Tanks geheilt habe. Mhm. So alleine, wie ich jemanden alleine rumlaufen lasse, wenn alle ungefähr das gleiche Gear haben, und da ist halt Guardian. Alleine, er bekommt halt so gut wie gar keine Damage Spikes. Er hat immer irgendwas ready, sei es Iron Fear oder Mark of Ozark. Gegen irgendwie Magic Damage, ja, genau, aber das hilft halt enorm und das hat halt kein anderer Tank und deswegen Guardian ist so over the top gegenüber allen anderen Tanks, weiß ich nicht, vom Healen her. Das merkt man halt richtig, ob da jetzt ein Guardian Tank oder halt irgendwas anderes. Pala finde ich halt persönlich ziemlich geil in Mystic Plus oder generell, weil er halt ultra viel Damage macht, das ist halt richtig krass. Ich spiele gerade selber auch einen Pot Pala. Damage Output ist ultra stark. DK finde ich gar nicht so kacke, wie alle ihn darstellen. Wenn er gut gespielt wird, geht's eigentlich. Vom Monk war ich am Anfang des Addons ultra enttäuscht und vielleicht hatte ich da auch, irgendwie war ich ein bisschen zu voreingenommen, alle gesagt haben, der wäre so mega scheiße, mittlerweile geht's beim Monk, finde ich jetzt, auch gerade wo er ein bisschen Gear bekommen hat, so von seiner Sustain her. Und ja, der einzige Tank, mit dem ich halt wirklich mich schwer tue als Healer, ist der Demon Hunter, weil ich halt seine Damage Spikes überhaupt nicht einschätzen kann. Und der droppt dann irgendwie mit ein paar Hits auf einmal auf 20% runter in einer halben Sekunde, toppt sich dann selber wieder, wo ich überhaupt nicht irgendwie mit reagieren kann oder so, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wann da seine Orbs, glaube ich, die er da einsammelt, zum selber heilen. Sowas halt. Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege und so, wie das funktioniert, das ist halt, ja, das macht mich, als Healer macht das Ganze sehr weird, ihn zu heilen, weil er droppt halt auf 10% runter und sagt, es ist alles fein und mir bricht schon der Schweiß aus, weil ich denke, der Tank gibt jetzt um und der heilt sich ja vom Infen wieder voll und solche Sachen, das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Ja, aber finde ich nicht so schlimm wie beim Demon Hunter. Ja gut, da sind die Hits, die danach reinkommen, halt nicht so hoch, aber ja, TKN hat mir am Anfang gesagt, mach Demon Hunter, beste Tankklasse, wird super. TKN, ne? Ja, habe ich das hat gesagt? Hat der TKN nicht sogar selber Demon Hunter gesagt, spielen weil sollte? Morgen total scheiße, Demon Hunter, sah halt auch am Anfang übrigens so aus mit dem Morgen, gebe ich TKN schon recht. War komisch, vor allen Dingen ohne Gear. Was sagst du zum Demon Hunter TKN? Wird die Änderung, die sie gemacht haben, was bringen? Ich meine, es ist halt zumindest 10% weniger Incoming Physical Damage. Ja, aber das wurde gleichzeitig von den Demon Spikes weggenommen. Also im Endeffekt, du bist vielleicht standardmäßig ein bisschen härter, aber im Endeffekt hat sich nicht so viel geändert. Klar, ist ein kleiner Buff, aber der ist zu klein. Auch das bisschen HP, was er kriegt, ist im Endeffekt nicht genug, um den auf Niveau vom irgendwie Bär oder Pala oder sowas zu heben. Ja. Okay. Ich finde auch, Pala und Droide sind relativ, also so stark schon fast im Vergleich zu den anderen Tankklassen. Und was DPS-Balance angeht, genau. Kommen wir mal dazu.
ist komplette Katastrophe in meinen Augen, was ich so auf dem PTR gesehen habe. Also, Life ist viel besser gebalanced dann als der PTR. Man hat da gefühlt zwei Ranges und zwei Melees, die einfach zumindest bei den neueren PTR-Tests, die jetzt von einer Woche aktiv waren, einfach alles dominiert haben. Und der Rest war einfach schlecht. Ich meine, bei manchen Klassen kann es auch einfach mit dem Scaling damit zusammenhängen, weil Blizzard dann ja einfach alles auf 880 scaled. Das bedeutet, ein Marksman Hunter hat dann eine relativ schlechte Waffe, die ja relativ viel von Weapon DPS, Weapon Eye Level scalen, etc. Ah, fuck, jetzt hab ich's gesagt. Aber wie gesagt, da waren vielleicht 5 Klassen, die gut waren, und der Rest war einfach kacke. Mhm. Also da muss Blizzard noch gut was machen in dem Monat, dass da was Solides bei rumkommt. Ja, Quincy, was sagst du? Ja, sehe ich genauso wie Deepshells. Wir haben das jetzt nicht so krass getestet, aber ich habe auch von Hörensagen gehört, Balancing ist nicht so geil im Moment. Was ich aber am problematischsten finde ich eigentlich die folgende Sache, dass man jetzt für ein paar Monate lang Legendaries auf einen Spec gefarmt hat und andere Specs jetzt gegebenenfalls sehr viel besser werden und der Spec, den man bis jetzt gespielt hat, relativ schlecht. Das sehe ich als größtes Problem bei Klassenbalancing an. Dass es da nicht wirklich den Way to Go, irgendwie den definierten Weg gibt, wie man das angehen soll. Wenn zum Beispiel ein Feuermagier komplett scheiße wird und ein Arkanmagier ohne Legendaries besser sein sollte, wenn das denn überhaupt der Fall sein sollte, das ist jetzt einfach ein Beispiel, dann ist das doch schon relativ problematisch, wenn ich die zwei Feuer bis Legendaries habe, aber Feuer ultimativ kacke ist. Ah, ja, stimmt. Das ist eigentlich so das größte Problem, weil ich sehe, beispielsweise beim Marksman Hunter, keine Ahnung, Marksman wird ja jetzt geändert, generelle Idee ist Single Target erhöhen, den ganzen AOE-Schaden, den man die ganze Zeit hat, zu verringern, beziehungsweise nicht permanent zu haben, sondern eher so Burst-Phasen. Finde ich eine gute Sache, was sie da machen wollen. Finde ich auch, macht vielleicht die Spielweise etwas komplexer und regt einen mehr zum Nachdenken an und man muss Sachen besser nutzen. Was den Skill-Cap auch ein bisschen erhöht, finde ich super. Bin ich fein mit. Bin auch fein damit, dass beispielsweise vielleicht Beastmaster bei ein paar Bossen einfach der bessere Pick wäre oder sowas. Das finde ich fein, wenn es da so ein bisschen Diversity gibt. Ja, genau. Ja, du kannst einfach nicht mehr umspecken. Das ist das einzige Problem und das ist aber ein riesiges Problem. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, wie ich mir das persönlich immer vorstelle einfach, ne? Dass man das Ganze halt eben so macht, dass man das sich so anpassen lässt, wie halt auch die Set-Bonis, ne? Finde ich persönlich auch noch immer besser. Aber na gut, ne? Blizzard scheint sich da in jedem Fall dagegen entschieden zu haben. Und ja, will das wohl nicht. Keine Ahnung. Das war ja die Stärke immer der Klassen. Das hat ja meistens einen Warlock zum Beispiel ausgezeichnet. Ja. Jedes Spec hat irgendeine Nische erfüllt. Jetzt bist du gezwungen, entweder deine AP zu sparen und dann einfach all out auf diesen einen Spec zu gehen oder wie gesagt rein zu nerden und zwei Specs oder sogar im besten Fall drei Specs komplett zu füllen. Oh. Aber ich meine, wer wird denn diese Zeit wirklich auch damit verbringen? Ich meine, bei den Huntern ist es jetzt auch mit, ja, BM, MM, die Rogues haben damit zu kämpfen. Ganzen Klassen und weiß nicht, Blizzard limitiert die eigenen Spieler mit Möglichkeiten. Bringst die Leute ja auf eine Spec. Ja, dadurch halt schon, ne? Das ist eben der Punkt, ne? Ich meine, das ist ja auch ein Punkt jetzt gerade im Streamchat gewesen. Dieb, sag mal bitte, was ist besser, Elemental, Enhancer? Ich würde es gerne sagen können, aber für mich zum Beispiel gibt es auch kaum einen Grund, wirklich Elemental stark auszutesten, weil ich ihn einfach niemals spielen werde. Ich habe keine Legendaries für Elemental und es geht halt nicht einfach so, ja, ich snack mir kurz zwei Trinkets aus dem Raid und spiele dann Elemental im Notfall. Ich habe keine Legendaries, ich habe nichts und ja, das zwingt mich dann halt auf dem Enhancer so gesehen zu bleiben. Und du musst einfach jemanden mit einem guten Elemental Ult in der Gilde haben. Oder vielleicht im besten Falle sogar ein Elemental Main.
Aber dann auch, dann das ist halt auch wieder so eine Sache. Elemental war einfach so schwach, die in Legion bis jetzt, meiner Meinung. Ich meine, da wird es bestimmt die ein, zwei Elemental-Mains, die es jetzt schon seit 5 Jahren immer gespielt haben, geben, die mir dann vielleicht anders beweisen wollen. Aber ja, es war einfach, es hat sich einfach nicht gelohnt, jemanden, der Elemental als Main spielt, in die Gilde zu holen, außer er ist ein Gott auf anderen Klassen und hat auch dementsprechende Alls. Aber ja, will da jetzt auf das Thema nicht wieder zu sehr ausschweifen. Ja, gut, ich würde sagen, wir könnten an der Stelle vielleicht noch, falls ihr noch ein paar Minuten habt, zumindest, also ein paar... Ich würde gerne noch was einwerfen. Oh ja, sehr, sorry. Weil ihr jetzt nur über DDs und Tanks... Ach, Heiler! Würde ich dann gerne noch ein, zwei Sätze zu den Heilern sagen. Wer nimmt ihr denn noch mit? Windwalker-Kacke, oder? Windwalker? Ah, heißt Windwalker? Mistweaver, ihr wisst schon. Also ich, für die Leute, die... Die Healer-Fraktion, die es interessiert. Ich finde, dass Blizzard das beste Healer-Balancing gebastelt hat zu diesem Addon, was es jemals in WoW gab. Da muss man ihnen einfach mal ein Kompliment machen. Jeder Healer-Spec ist irgendwie viable, um zu spielen. Es gibt vielleicht ein, zwei kleine Ausnahmen, was vielleicht Holy Priest oder Mistweaver Monk betrifft, dass sie halt vielleicht nichts mit Abstriche von Revival haben, was irgendwie andere Healer-Klassen nicht besser könnten. Aber ansonsten kannst du theoretisch jeden Healer mitnehmen und jeder ist bei irgendwie bei einem Boss viable, brauchbar, spielbar, ohne dass man irgendwie da irgendwie unbedingt Decimate haben muss, wegen Absorb oder sonstigen. Klar, Decimate macht guten Damage nebenbei noch neben seiner HPS und so weiter. Klar, aber da muss man Blizzard mal ein Kompliment machen. Von Healern kannst wirklich alles spielen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Das ist richtig gut gelungen in dem Addon bisher. Und dementsprechend ändern sie auch so gut wie kaum was an den Healern, weil es einfach nicht nötig ist. Und das ist eigentlich immer das beste Zeichen, wenn nichts geändert oder kaum was geändert wird. Minimale kleine Anpassung halt. Ja. Wie ist da so aus den anderen Raids die Stimmung? Gibt's da irgendwelche Heiler, die sie ganz schlecht finden? Oder over the top? Was sagt ihr dazu? Ja, bei uns, wir haben Hell ja auch mit einem Disty Priest gekillt. Das lag aber daran, weil wir den DPS zwischenzeitlich gebaut haben und dann nicht mehr wechseln wollten. Und sehen Disty auch als gut an, wie Timo auch gerade gesagt hat, Disty ist auch gut, obwohl viele sagen, oh, Disty nicht so toll. Bei uns eher so ein bisschen der Mistweaver so ein bisschen verhasst. Ja. Ja. Einfach same. Nicht so. Bringt nicht so viele Raid-Cooldowns. Ja. Ist eigentlich nicht so reliant Heal, den man darüber kriegt, aber ist aber auch noch okay. Kann man mitspielen. Und die anderen sind super. Schamane ist ein bisschen stark. Der Schamane hat geile CDs, der Druide hat geilen Overall-Heal. Ja, jeder hat so seine Vorzüge, aber ist gut gebalanced auf jeden Fall. Man kann mit allem spielen. So zumindest Bounce and Raid. Bei uns genau das gleiche. Ich glaube, der einzige der Healer, der wirklich nicht präferiert ist von irgendeinem der Spieler, also unserer Healer, ist Mistweaver. Wir preppen natürlich auch einen für Nighthold, keine Frage. Aber der steht so bei uns im Abseits. Tami einfach viel zu stark, was generell einfach der Heal-Output angeht. Und auch mit den ganzen CDs. Druide ist einfach krass im Output. Der Paladin. Dann Priest ist auch ordentlich dabei, aber der Mistweaver, ich weiß nicht, bei uns echt nicht so toll. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal den Gott-Mistweaver sehen. Der Punkt ist halt einfach, es gibt nicht so krass Unterschiede bei den Healern wie bei zum Beispiel Tanks oder DDDs, das wollte ich damit sagen. Ja, man kann auf jeden Fall eine Combo mit random 4 Healer-Klassen nehmen und die werden auf jeden Fall den Raid clearen können. Das stimmt ja, auf jeden Fall. Also du wirst kein Problem haben, wenn deine Gilde 2 Druiden, ein Priest, ein Mistweaver spielt oder ein Shami, ein Druide, ein Paladin, ein Priest oder so. Das geht auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ja. Sind wir eigentlich der einzige Raid, in dem die Heiler sich immer ums Anregen kloppen? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Nö, bei uns interessiert das kein Schwein, das kann ich mir alles snacken. Doch, bei uns gibt's 2, aber die kriegen es dann auch einfach, die beiden immer. Also bei uns sind die Heiler, die meiste, oder in der Regel die meiste HPS dann machen, auch die immer, die sich die Anregen halt... Weil für halt, den Kampf sichern. Weil halt ja. stark ist. Und deswegen wird es ja auch genervt. Das Anregen an sich, diese 10 Sekunden keine Mana kosten, das ist halt ultra krass in erster Linie für einen Disty Priest.
weil die Mechanik mit Torment Spreaden, wenn du wirklich massiv Torment spreadest, musst du halt, ich weiß jetzt nicht, wie das Spell heißt, benutzen, der halt knapp 80.000 Mana pro Cast kostet, wo du drei Torments mit spreadest. Wenn du dann die halt von einem Druiden halt Innervate gehen lässt, als Distant Priest, gerade zum Beispiel anfangs, als Beispiel jetzt Scenarios, wo gerade die Thorns applied werden, und du dann das Innervate bekommst, Bloodlust ist noch ein paar Sekündchen ab, du spreadest dann auf jedes Target Raid a Torment und drückst dann eine Penance durch, machst du deine 2,5 Millionen HP, also so ist halt ultra strong. Ja. Deswegen nerven sie das ja auch so in der Welt ein bisschen runter, von 20% Haste auf 10% Haste, aber ist halt für jeden anderen Healer auch gut, ne? Ja, Haste ist auch krass, echt, muss man sagen. Okay. Ja, das dann vielleicht zum Class-Balancing. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir kommen mal zu Fragen der Community noch, falls ihr welche habt. Ich würde sagen, sind 10 Minuten noch okay für euch oder müsst ihr früher gehen? Wenn ihr jetzt gehen müsst, dann müsst ihr gehen natürlich, ne? Quincy? Nö. Okay. Machen wir gleich hier noch geile Abschiedszeremonie? Was machen wir denn für eine Abschiedszeremonie? Nee, mach erstmal weiter. Okay. Hab ein bisschen Angst. Falls ihr Fragen habt, schreibt einfach @venenew, so dass ich es ein bisschen gehighlightet bekomme und dann werde ich die Fragen an die Leute weitergeben. Und dann könnt ihr. Ja, hier, Gotti möchte von euch wissen, was euer Mage-Eindruck war. Auf dem PTA. Das fasst es sehr gut zusammen. Das fasst es sehr gut zusammen. Aber ja, ich meine, man kann ja mal wie immer sagen, Mage war immer das der Liebling von Blizzard. Und da der jetzt derzeit wirklich sehr schlecht aussieht, wird da eh noch kurz vor Night halt was kommen und dann kannst du wieder deine drei Mages mitnehmen. Aber wenn alles so bleibt wie derzeit, möchtest du keinen Mage dabei haben. Ist doof. Mindestens meine Auffassung. Wir haben so viele davon. Ja, dann LickQT, Warlock, live und PTR. Keiner möchte was zu Warlock sagen. Was mit Warlock? Ich spiele ja auch noch. Warlock ja, sah okay aus auf dem PTR, auch derzeit auf dem Live. Meiner Meinung nach ist Warlock halt. Gerade was Destro angeht, auch eine der Klassen, die wirklich abhängig vom Legendary sind, weil das Legendary ihnen einfach die Spielweise erst ermöglicht mit den extra Shards, die sie generieren durch den Belt. Und auf dem PTR sah er relativ solide aus. Ja, dann hier Bjuning sagt zu Legendaries nochmal. Ich habe gehört, dass manche Leute in Spec eine Spec-Main, wo sie vielleicht schon alles haben und dann ihre Spezialisierung geändert haben und direkt was anderes bekommen haben. Also quasi das Gerücht in den Raum stellt, dass die Bad Luck Protection abhängig ist von der Loot-Spezialisierung. Was denkt ihr dazu? Haltet ihr das für wahrscheinlich? Nein. Nee. Das ist einfach nur Glück gewesen. Ja. Oder Unglück. Nachdem. Aber nein, die Bad Luck Protection wird sicher nicht das dann resettet, wenn du noch das Back reinpackst. Okay. Quincy, du hast alter Retri, 7.1.5 und Retri Paladin. Retri jetzt stark, Retri Änderungen, so wie sie jetzt kommt, sind schlecht. Obwohl 12% Buffs auf alles kommen? 5% Buffs derzeit, weil sie den Blessing of Might testweise komplett removed haben. Ja, ich weiß genau, deswegen ja die 12% Buff. Achso! Ja, die sind nur deswegen. Der Buff ist weg. Ja, aber ich meine, du tauschst ungefähr 8-9% Overall Damage gegen 12% Aura und einen 10%igen Legendary Nerf ein. Kann man sich ja ausrechnen. Ja, also wird immer noch eine der krassen Klassen bleiben. Wird ganz gut sein. Ja. Aber so krass, wie es jetzt war, teilweise du brauchst halt die beiden Beast Legendaries, um richtig competitive zu sein, dann gehst du komplett ab. Also ja, ist halt Legendary abhängig, leider, weil der Cloak und der Ring derzeit so stark sind. Der Cloak wird noch weiterhin sehr gut sein. Der Ring wird jetzt schon ein bisschen genervt, aber dafür kommt ja ein anderes Legendary, der Belt. Der wird sehr stark, also wird auf jeden Fall noch locker spielbar sein. Ne? Retri, muss man jetzt auch mal sagen, ich habe es ja damals in dem Bad State in der Progeskille gespielt und habe dann auch Revolt. Irgendwann, jetzt ist mal ein Addon, wo Retri man sofort im ersten Content auch im Startline haben kann. Konnte man ja auch zu, weiß ich nicht, Heimol einmal kurz. Ja, Heimol. Aber das war's dann auch. Ja, Gott sei Dank. Ne? Ich meine, dann kann man an einigen Stellen gut gebrauchen mit seinen ganzen Utilities, die er hat. Ne? Ja. Also,
Von daher, wenn er halbwegs gute jetzt DPS macht, ist es immer cool, einen Retri dabei zu haben. Retri ist fein. Retri ist auf jeden Fall fein, ja. Ja, Xass Pro, glaubt ihr, dass der MMA Hunter wieder einer der Top-DDs wird für Nighthold? Ja. Stand jetzt finde ich ihn nicht so stark mit anderen Klassen. Was hast du? Hunter jetzt ist sehr stark in Situationen, wo man Spread AOE-Fights hat. Ja, Ilginos war der super stark. Jetzt auch bei Helia war er super stark. Alles außer Pur Single Target war der doch krass. Ja, außer Pur Single Target ist Marx in Hunter Top 2, wenn nicht die beste Klasse mit. Naja, Shadow ist die beste Overall, aber ja, sehr gut auf jeden Fall. Surrender. Ja, und dann halt Nighthold, weiß nicht, Deep Shades. Schon gut noch immer, oder? Ja, immer noch gut. Ja. Also ist auf jeden Fall gut. Was ich gesagt habe, Single Target wird gebufft, AOE wird genervt. Wird ein bisschen schwer zu spielen sein, aber wird trotzdem sehr gut sein weiterhin. Ja, dann möchte noch jemand Eindrücke über Ele. Du hast ja gerade schon ein bisschen was gesagt, Deep Shades, oder? Ja, Ele wird auf jeden Fall besser. Ich habe ihn jetzt da selber nicht ausgiebig ausgetestet, aber Damage wird auf jeden Fall gebufft, so viel ich weiß. Und also man hat zwei verschiedene Spielweisen und mit der einen hat man auch mehr Movement-Kapazitäten, also dass du nicht wirklich komplett in der DPS einbrichst. Und das war ja meistens so ein Problem beim Ele, dass du halt einfach nichts für Movement hattest und einfach Damage verlierst. Also kann man schon einen mitnehmen in Nighthold. Ich würde jetzt nicht unbedingt vom Enhancer zum Beispiel rerollen auf den Ele, aber wenn man jetzt irgendwie einen Ele Alt hat, den man gerne spielt, oder generell einen Ele Main ist, kann man sich auf Nighthold freuen. Okay. Ja, warum mache ich meinen Weihnachtsstream zur gleichen Zeit wie Kimo? Wahrscheinlich, weil der 23.12. sich unglaublich anbietet für einen Weihnachtsstream. Party, jetzt lass dich doch nicht immer trollen. Das habe ich den Leuten schon 5-mal erklärt, dass Freitag einfach ein wunderbarer Tag dafür ist. Vicky, beruhige dich. Ich weiß nicht, aber ist ja eine... ich kenne ihn sehr gut, er will nur ein bisschen trollen. Mach weiter. Einfach. Wie stark ist der DK-DD? Das ist gut. Krass sehr sogar. Gut. Frost Decay finde ich ultra nice. Jetzt oder PTR? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich beides. Weil jetzt ist halt Frost ultra krass. Frost ist nochmal besser, glaube ich, weil die Legendaries nicht genervt werden. Und nächster Content wird es auch relativ gut sein. Ist halt aber auch so eine Sache. DKDD ist halt nicht mobil, ne? Muss man halt schauen, wie die Bosse darauf ausgelegt sind. Moment, es gibt die Megaboots. Ja, okay. Ja, wenn du die anziehst, wenn kannst du die ausziehen. Das sind die Ferrari Boots, also keine Ahnung, was ihr habt. Ja, Quincy, SV Hunter? Nee, Problem ist beim SV Hunter, dass er Melee ist und keine Utility für einen Raid bringt, leider. Gar keine. Dann, also in einer starken Progress-Gilde ist es leider halt so, wenn du Melee spielst, keine Utility hast, nichts machen kannst, nichts Tolles abfangen. Ja, nicht reliable irgendwie sein und die Klasse, weiß ich nicht, wenn du jetzt SV Hunter spielst, gute SV Legendaries hast, kann man das auf jeden Fall spielen, wird auf jeden Fall nicht schlechter, die Klasse, aber in einer richtigen guten Progress-Gilde, nee, wahrscheinlich. So, da Tikane gleich weg muss, schon mal hier noch eine Frage an ihn. Was sagt Tikane zum World Tank in 7.1.5? Also ich habe mich drauf eingeloggt, habe es ausprobiert an der Puppe und ich muss sagen, mir gefallen die Änderungen überhaupt nicht. Es ist irgendwie sinnlos, was sie gemacht haben. Sie haben nicht wirklich was verändert, nur so ein bisschen die Tasten hin und her geschoben und dieser Spielstil, den man sich so über Jahre angeeignet hat, wird halt jetzt, wenn du das weitermachst, gepunished und ist dann falsch und schlecht. Und das, ja, mir hat es nicht gefallen. Also bin kein Freund davon und da sie ja irgendwann mal Ignore Pain genervt haben, weil es OP war, aber der Krieger jetzt nicht mehr wirklich skaliert mit schwererem Content, ja, wird er halt auch immer schlechter, desto weiter das Addon fortschreitet. Dann kam gerade noch die Frage auf, was ihr vom Windwalker-Monk haltet. Weil Starbucks meinte, er sieht keinen Emerald. Von wem? Der ist halt krass. Windwalker. Ja. Derzeit finde ich Windwalker richtig gut. Sogar eine der besseren Melees. Also ich meine, generell sind Melees derzeit stark. Red Enhancer, Windwalker, etc. Aber Windwalker ist halt einfach eine der wenigen Klassen, die halt nicht so viel gespielt werden. Ich meine, ist ja genauso wie Red, Ferals, Enhancer wurden jetzt ein bisschen populärer. Es halt, gibt halt einfach nicht so viele, aber es ist eine sehr starke Klasse.
Und auch in Nighthold eine. Wenn ich Single Target zum gute. Beispiel auch sehr gut finde, der auch sehr, sehr vernachlässigt wird, weil er halt wenig Raid bringt, ist halt ein Feral Druid, also eine Katze. Also Single Target finde ich die ultra gut. Ja, aber ist halt mit... wirklich pur Single, ne? Ja, natürlich, klar. Sobald es AOE, habe ich ja gesagt, sobald es AOE geht oder sie hat keine Utility für ein Raid oder etc. Naja. Aber Single Target bei Grum oder auch Tendra oder so fand ich na, geht schon gut, aber ja, richtig nice. Aber was ist für den Feral im Vergleich zu einem Warrior mit guten Legendary? Naja, das stimmt auch. Ja, ich nehme natürlich auch lieber einen Rogue mit oder einen. Ja. Aber geht es darum, dass Leute einfach Feral spielen wollen? Der Feral ist auch. Ja, eben. Ich glaub, also von daher lasst euch. Rogue ist mit einem Feral gespielt, mit Iris. Also lasst euch dann machen. Feral Target ist gut. Aber ja, Windwalker ist auf jeden Fall gut und Windwalker hast du wenigstens AOE und Single Target. Ist so gesehen in meiner Meinung ein bisschen schwächer als dein Enhanced Single Target, aber hat dafür einfach einen der besten AOEs im Game. Wird man auf jeden Fall gut Spaß mit haben. Ja, ganz kurz nochmal, beziehungsweise wir können, also wir hatten ja gesagt, machen nur 10 Minuten, 10 Minuten sind rum. Da war irgendeine Frage, die ich noch beantworten wollte. Was war das denn für eine Frage? Ach genau, warum kann man keine Char kopieren mehr auf dem PTR? Weil es der Release-Build ist. Bedeutet also, dass an dem Build sich eigentlich nichts ändert und er bald released wird und da geht dann auch immer keine Char Copy mehr, sondern man hat Live-Server-Bedingungen. Deswegen. Ja. Gut, Kimo, wollt ihr irgendwas machen? Was möchtest du machen? Ich möchte was machen. Ja, du hast gerade gesagt, ob wir irgendeine große Abschiedszeremonie machen. Was für eine Abschiedszeremonie? Ja, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Raketen steigen lassen oder so. Okay. Interessante Idee. Wir lassen bestimmt. Wir treffen uns am 31. okay. In-game. Nee, sorry, da muss ich streamen. Und abends habe ich RL. War auch mehr ein Scherz. Ja. So, wir sind quasi durch, ja? Genau. Deswegen. Gut, dann ich sag schon mal, tschüss. Ich gehe gleich noch ins Kino. Ja, viel Spaß mit deiner Freundin im Kino. Korrekt, ja. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Richtig. Ja, danke für den Raid Talk. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Sorry für den kleinen Aussetzer. Und bis zum nächsten Mal. Ja, wir vergeben dir. Bis dann. Ich glaube, das können wir gerade so vergeben. Das hat einfach nicht zugehört, Mensch. Weiß mit dem DK? Ja, ich weiß nicht. Möchte einer noch kurz was zum DK, zum ich DH? Liebe das, wenn das Flugzeug abhebt, ne? Bester Spell in ja, WoW. DK, super. Das Problem bei DK ist, du kannst Unholy nur wirklich gut spielen, wenn du die Bracer hast. Wenn du die nicht hast, ist Frost automatisch, egal ob du ein Legendary hast oder nicht, automatisch besser. Frost spielt sich gut, hat viele Burst-Phasen, und ja, Frost ist eigentlich richtig nice, keine Ahnung. 400 Subs hast du, Kimo? Ach sorry, das war jetzt mehr. Völlig aber warum, Paddy, das verstehe ich nicht bei dir. Warum sagst denn du jetzt sowas? Der ja, ich weiß. Quincy sagt gerade was und du unterbrichst ja, ich weiß, das war voll unverständlich. Also erstens war er fertig, aber zweitens war das auch völlig unpassend. Ich dachte nur, wow, ja, 400 Subs? Das, ich, also, krass, hast du da was dran gearbeitet. 400. Ich glaube, wir sollten einfach Redeklasse einmal beantworten, oder? Ja. Dann soll ich einfach alles zu Deepshed schnell sagen. Achso, ja. Dann kommst du auch weg, Deepshed. Ja, aber ich meine, jeder ist hier enttäuscht, weil seine Kleidung nicht drangenommen wurde. Ja, ich mein, Demon Hunter wollte einer noch wissen. Der H wird krass, DK ist gut, aber hat halt Movement-Probleme. Holy Priest ist okay. Armswarrior ist sick, Enhancer ist gut. Red ist immer noch sehr gut. Feral ist okay, aber hat nur Single Target. Gibt's noch einen Melee? Rogues werden auch richtig gut. Bei den Ranges sehen Hunter und Shadows am besten aus. Warlock sah auch dezent aus. Mages und Boomkins nicht so toll bei den PTR-Tests. Ille solide, kann man einen mitnehmen. Ja, ich glaube, Healer, Balancing kann Kimo ja was sagen und Tanks. Sind Guardian und Protector. Protection aber, Paladins. Aber bei Tank finde ich eigentlich, ne, ihr habt halt gesagt, so Tank, so Balancing ist so imbalanced, aber eigentlich finde ich so, ja, drei, vier Klassen oder so sind ja gut dabei, kannst in jeder Progress spielen. Ich meine, was will man erreichen? Jede Klasse soll für einen Progress toll sein, ja. TK meint ja im Wesentlichen, solltest du nur keinen Demon Hunter und keinen DK. Wo ich gehört habe,
Demon Hunter soll eigentlich gar nicht so schlecht sein, meinte der Quentin, also unser Main Tank, dass er eigentlich ganz gut sein könnte jetzt mit dem Patch. Ja, ich weiß also, nicht, also das kam ich nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur das wiedergegeben, was Dickern gesagt hat. Ich glaube ihm ja nicht mehr alles, seitdem er den Monk so schlecht geredet hat und den Demon Hunter so hoch geredet hat. Und ich mich da falsch entschieden habe am Anfang. Hätte ich direkt den Druiden gelevelt, sage ich euch. Aber egal, mittlerweile hat keine Ahnung. Ja, du kannst mehrere Tanks spielen, aber ich finde Guardian und Paladin stechen halt einfach raus. Ja. Sei es jetzt in einem Plus oder halt auch in Raids. Und ach ja, also. Das sind halt so die Sachen, aber ich meine, wie gesagt, wenn du einfach in einer. Palle macht halt einfach so unglaublich viele DPS, ne? Ja, das kann auch Abilities. Aber ich meine, wenn du in einer 3-4-Tage-Gilde spielst und deine Ambitionen jetzt nicht sind, irgendwie auf die Top 30, 40 zu pushen, dann wirst du auch glücklich mit einem DK und einem Guardian oder einem Monk und einem Paladin, was auch immer. Also man kann schon alles spielen. Ist jetzt nicht so, dass der Boss dich one-shottet bei den Tanks. Dass du gar nicht viable bist. Nerven ja, ich in der Welt, weil ihr eben meinte, das wird genervt. Ja, um 10% mit dem Haste. Habe ich schon gedacht. Achso. Anstatt 20 gibt es nur 10% Haste. Aber ist aber halt immer noch eine Godlike-Ability, ne? Ja, wie gesagt, ich hatte ja gelernt, gerade, also das wirklich bringt am meisten eigentlich ein Disciplines. Dieses Innervate und das ist halt einfach enorm stark. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende des Raid Talks. Ist ja eh ein mega langer Raid Talk heute. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Die YouTube-Aufnahme werde ich jetzt stoppen. Ihr könnt euch für alle Leute, die jetzt live zugeguckt haben, die YouTube-Aufnahme nochmal komplett angucken. Der Twitch-Mitschnitt ist ja gleich schon eh online und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Danke nochmal an alle meine Gäste, vor allen Dingen natürlich auch an TK, der jetzt schon weg ist, der es vielleicht sich im Mitschnitt anhört oder eben sagt es irgendjemand. Aber natürlich auch bei Deep Shades, der da war wieder mal und von Serenity uns sehr, sehr viele Einblicke gegeben hat, etc. Kimo. Kimo, auch dir vielen Dank. Schön, dass du mal wieder da warst. Ne? Wolltest ja immer nicht die ganze Zeit. Die Leute hast ja so nee, verkauft, nee, 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 nix, nix. Du bist so eine kleine Flunkertüte. Ja. Nix, ich wollte nicht. Du hast mich einfach nur nicht eingeladen. Ich hab dich mal vergessen. Ja, ich dachte, du warst jetzt zwischen mich warst ja weg. Wir reden jeden Tag miteinander. Kimo. Ja, okay, das Einzige, wo ich den Schutz nehme, ist Ende Helfer ist ja der Lanzo. Da warst du weg auf einmal. Und ich dachte auch nicht, dass du nochmal wieder zurückkommst. Aber jetzt bist du hier, hast 400 Subs. Ja? 500? Der nächste große deutsche Streamer, ne? Gibt es da einer, der mehr Subs und mehr Viewer sustained hat wie du als Deutschland? Ach, aus Battle Tower zum Beispiel. Ach so. Weil ich nicht, Nakura würde ich jetzt nicht zu Deutsch werten, weil die fast nur Englisch macht. Aber die gute Karo halt noch. Und, ja, Battle Tower hat halt diese böse MMOGA-Leute, ne? Oh, ich hab den Namen gesagt. Egal. du bist halt einfach. Nee, mir fällt einfach nichts zu dir ein, ne, Patti, manchmal. Trink einen Schluck Cola Zero, ich glaube. Ja, ich könnte ja nur mein Glas austrinken, können wir wieder eine neue Flasche aufmachen. Dass du das jetzt wieder selbst in den Mund genommen hast, du bist jetzt selber schuld. Ja. Cola Zero. Sponsored. Wo waren wir? Ah ja, das ich wollte mich bei Quincy. Quincy, nochmal ganz besonderen Dank an dich. Klasse, Sebastian. Ne? Was? Ich habe mich schon für den Quincy gefreut. Ach so, ja. Krass. Ich meine, da ich dich noch bei der Gamescom verwechselt habe mit einem Viewer, ne? Und jetzt kommst du mir. Kein Problem, da sah ich etwas verwesen aus, aber. Das war auch witzig. Kimo, da hättest du bei sein müssen. Das war ungefähr genauso. Da habe ich mich richtig. Patti, du kamst mitten im Urlaub, hast mich angeschrieben und dann war es einfach zu spät, kurz verknappt. Gamescom, da bin ich ja nächstes Jahr bin ich da. Ja, das war kacke. Dass du da nicht da warst, ne? Muss ich jetzt sagen. Nächstes Jahr hoffentlich machen sie wieder ein Legion-Café. Das war so cool, dieses Legion-Café, das war Beste. War cool, muss ich sagen. Ja, ich sag dir, nächstes Jahr auf der Gamescom haben wir uns ja eh ausgemacht, wir streamen. Ja, weil auf jeden Fall. Ich bin ja bei Twitch eh am Streamen. Bist du? Und dann machen wir dann von der Geld. Ja, sicher. Partner-Launch. Sicher. Sicher, Micha. Ja. Also, hast du jetzt schon geklärt, wer da streamt, oder was? Hast du auch schon Twitch-Hoodie? Ich glaube, der ist bei meinen Eltern angekommen. Habe ich aber noch nicht abgeholt. Ja. Hast du auch von Simon die E-Mail bekommen mit dem Ausfüllen? So, Patti, jetzt Eier auf den Tisch. Wir sind ja beide Fettis, ne? Welche Größe hast du angegeben? Ich habe aber noch keinen Twitch-Hoodie bekommen. Sonst hätte ich nie an. Ja, ja. Ich habe hier meinen American Eagle. Nein, ich habe keinen
Twitch Rudy. Ich wusste nur, dass es den gibt. Siehst du doch bei diversen Sachen. Und mir hat jemand erzählt, dass er das bekommen hat. Aber ich bin ja zu wenig am Stream. Bis gar nicht. Deswegen bin ich da raus. Ja, apropos warum. Alle fragen immer, und du, ich bin ein bisschen enttäuscht wegen deiner Community. Oh, ich mache jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme aus, was ich seit 10 Minuten aufmachen wollte. Dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Hast du die noch falls nicht euch ausgemacht? Dieser Teil, das, weil ich die Verabschiedung noch machen wollte. Falls euch dieser Teil interessiert, müsst ihr euch den Twitch mit.